Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Kongress Russland und die Ukraine, historische Hintergründe eines europäischen Konfliktes. Die Veranstaltung wird per Livestream übertragen und ich freue mich ganz besonders über die enorme Zahl von Anmeldungen. Bedauerlicherweise konnten wir eine Reihe von Anmeldungen nicht berücksichtigen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Sie sehen, dass wir hier räumlich begrenzt sind. Trotzdem ganz herzlichen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind. Meine Damen und Herren, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich Russlands Führung offenbar von den Prinzipien der Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 verabschiedet hat. Die Unterzeichner haben damals sich zu der Unverletzlichkeit der Grenzen bekannt. Im Jahr 1994 garantierten die USA, Großbritannien und Russland gegenüber den anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, soweit sie Besitzer von oder Stationierungsorte von Atomwaffen waren, als Gegenleistung für den Kernwaffenverzicht die staatliche Souveränität und die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen. Mit der Annexion der Krim hat Russland unprovoziert und grundlos dieses Abkommen vom Tisch gewischt und die Vereinten Nationen haben mit einer Resolution auf dieses Vorgehen reagiert, die diese Annexion verurteilt. Mit der Entfesselung des Ukraine-Krieges hat Russland die territoriale Unversehrtheit seines Nachbarlandes erneut verletzt. Dass es eine klar erkennbare eigene Beteiligung an diesem Krieg verleugnet, zeigt, dass Russland über die Illegitimität seines Handelns bestens im Bilde ist. Wir haben jetzt die Situation, dass ein Waffenstillstandsabkommen, was im Wesentlichen von Deutschland und Frankreich unter Beteiligung der Kriegsführenden zustande gekommen ist. Aber es ist ein brüchiges Waffenstillstandsabkommen und wir können nur hoffen, dass sich daraus tatsächlich eine friedliche Zukunft entwickelt. Aber die Wahrscheinlichkeit dazu, sagen alle Beobachter, ist relativ gering. Die meisten Deutschen verurteilen das russische Vorgehen. Es gibt aber auch die sogenannten Putin-Versteher und ihr inbrünstiges Verständnis für die russische Bedrohungsangst lässt zeitweise in Vergessenheit geraten, dass sich der Krieg überhaupt auf ukrainischem Territorium abspielt. Im Kern sprechen sie explizit oder implizit der Ukraine das Recht auf Selbstbestimmung und eigene Staatlichkeit ab. Das ist, meine Damen und Herren, eine deutsche Denkweise mit verhängnisvoller politischer Tradition. Um zu verstehen, was in der Ukraine geschieht, muss man auf die ukrainische Geschichte blicken. Deren grausamster und blutigster Abschnitt lag im letzten Jahrhundert. Er trug zuerst die Handschrift Russlands, dann die Handschrift Deutschlands und dann erneut nochmal die Handschrift Russlands. Er kostete Millionen Menschen das Leben. Die genaue Zahl wird sich nie ermitteln lassen, aber wir wissen, dass es sehr, sehr viele sind. Die Vorgänge in dieser Zeit gehören in die Mitte der politischen Debatte in Europa. Dass das bis jetzt nicht geschehen ist, ist ein zentrales moralisches Versagen der europäischen Demokratien. Deshalb, meine Damen und Herren, dieser Kongress. Ich begrüße mit großer Freude unsere Referenten, Herrn Professor Timothy Snyder von der Yale University, mit einem Lehrstuhl auch in Wien, er ist extra aus Wien zu uns angereist, Herrn Professor Karl Schlögl von der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder und Herrn Professor Andreas Kappler von der Universität Wien. Wir begrüßen außerdem Frau Syreuth, die stellvertretende Parlamentspräsidentin der Ukraine und den ukrainischen Botschafter Herrn Mölnik. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden jetzt drei Referate hören. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion, die hier stattfinden wird. Und dann werden wir sehen,
was der Ertrag unserer Runde sein wird. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Beiträge. Und zunächst bitte ich den Vorsitzenden unserer CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Herrn Volker Kauder, um seine einleitenden Worte. Vielen Dank. Lieber Arnold Fatz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich und bin beeindruckt, dass so viele heute in diesem Fraktionssitzungssaal Platz nehmen, der damit so gefüllt ist, wenn die Fraktion tagt. Aber es sind noch 200 mehr, als wir normalerweise hier in diesem Fraktionssitzungssaal haben, was das große Interesse zeigt. Ich danke allen, die in verschiedenen Organisationen, auch bei mir in meiner Fraktion, Arnold Fatz und der Kollege Wellmann, beispielsweise andere, sich besonders um dieses Thema und um die Ukraine kümmern. Aber ich bin auch außerordentlich dankbar, dass eine Kollegin heute da ist, die es zwar gar nicht mag, wenn sie von mir immer wieder gelobt wird, was ich aber trotzdem tun muss, weil sie einfach in diesen Bereichen eine großartige Kollegin ist, Marie-Louise Beck. Herzlich willkommen bei uns. Um Sie zu beruhigen, manchmal bin ich froh, dass Sie nicht Mitglied bei uns sind. Aber in dieser Frage, muss ich einfach sagen, haben wir doch viel Gemeinsamkeiten. Wenn es etwas gibt, das die Politik nicht ändern kann, auch wenn dies in allen Epochen immer wieder versucht wurde, so ist dies die Geschichte eines Landes. Wir Deutsche tragen unsere Geschichte des letzten Jahrhunderts als schwere Last mit uns herum. Im Zentrum Europas gelegen, versuchten das Deutsche Kaiserreich und das sogenannte Dritte Reich im 20. Jahrhundert Vormacht auf dem Kontinent zu werden. Mit Folgen, die sich kaum in Worte fassen lassen. Denken wir nur an die Shoah und kriegerische Zerstörung unseres Kontinents. Das moderne Deutschland hat seine Lektion gelernt und erreicht, dass es seit der Wiedervereinigung in Frieden mit all seinen Nachbarn lebt. Ebenso hat es sich mit Erfolg um Freundschaft und Aussöhnung mit Israel bemüht. Geprägt durch eine intensive und für unser Land notwendige Kultur der Vergangenheitsbewältigung neigen nicht wenige Deutsche dazu zu meinen, wenn man die Geschichte bewältigt habe, könne sie man auch vergessen. Dem ist aber nicht so. Es gibt keinen Ausstieg aus seiner Geschichte und keinen Ausstieg aus seiner Verantwortung. Schon bei der Auflösung Jugoslawiens mussten wir in Deutschland lernen, wie schnell in Europa alte Konflikte aufbrechen, wie schnell aus Frieden Krieg und aus dem bislang friedlichen Zusammenleben von Volksgruppen blanker Hass und gegenseitige Verfolgung werden konnten. Über 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg brachen die Wunden der Vergangenheit auf, die in der Ära Tito unter der Oberfläche blieben, eine erschreckende Erkenntnis. Die friedliche Auflösung des sowjetischen Imperiums erschien dagegen fast wie ein Wunder. Aber Wunder gibt es in der Politik nicht und in der Religion auch nur ausgesprochen selten. Diese bittere Lektion haben wir in den vergangenen beiden Jahren erneut lernen müssen. Wer den anderen verstehen und begreifen will, der muss auch dessen Geschichte kennenlernen. Um gleich Missverständnissen vorzubeugen, verstehen und begreifen bedeutet nicht Billigung des Verhaltens. Auch wenn sich das Verhalten einer Regierung aus der Geschichte eines Landes erklären ließe, heißt dies noch nicht, dies für richtig zu halten. Das Beispiel Krim spricht hier Bände. Russland hat 3 blutige Kriege um die Krim geführt. Den russisch-türkischen Krieg, mit dem es in den Besitz der Krim kam, den sogenannten Krimkrieg bis 1856, bei dem Frankreich, Großbritannien, auch das Königreich Sardinien an mit dem Osmanischen Reich gegen Russland zu Hilfe kamen. Im Zweiten Weltkrieg schließlich wurde die Krim nach heftigen Kämpfen um Sewastopol durch die Wehrmacht besetzt und später von der Sowjetunion zurückerobert. Ständig Krieg um die Krim. Nachdem Russland in 3 Kriegen die Krim zunächst erobert und dann 2-mal verteidigt hatte, kam es 1954 zur Übertragung der Krim
an die sowjetische Teilrepublik Ukraine. Damals ein relativ bedeutungsloser Schritt, den auch kaum jemand groß zur Kenntnis genommen hat. Aber mit dem Zerfall der Sowjetunion war die Krim auf einmal Teil der Ukraine und damit für Russland Ausland. Interessant ist, wie Putin heute die Besetzung der Krim begründet. Die Annexion der Halbinsel Krim im vergangenen Jahr sei notwendig, um einen historischen Fehler, nämlich die Übertragung der Krim an die damalige sowjetische Teilrepublik Ukraine, zu berichtigen, in Anführungsstrichen. Während wir versuchen, uns bemühen, unsere Geschichte zu bewältigen, korrigiert Russland die Geschichte einfach nach seiner Gusto, nach Gutsherrenart. Und zwar gewaltsam. Wir haben das in Europa für überwunden gehalten. Insoweit fragt man sich beinahe, ist die eigenstaatliche Ukraine für Putin auch ein historischer Fehler? Und was folgert er daraus? Schon allein diese Fragestellung zeigt, wie sehr es sich lohnt, mit den Hintergründen des europäischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu beschäftigen. Dies auch deshalb, weil in weiten Teilen des Westens wohl die Vorstellung vorherrsche, Russland werde eine freiheitliche, demokratische, pro-westliche Ukraine hinnehmen, in der eine beträchtliche russische Minderheit lebt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie konnte es zu einer solchen Fehleinschätzung überhaupt kommen? Wir waren doch das Land mit der großen Russland-Expertise und den großen Experten, zumindest in den Augen unserer Nachbarn, und dennoch waren wir völlig überrascht von der Aggression Russlands. Waren es die Experten wirklich? Waren sie wirklich überrascht? Ich bin Arnold Fath sehr dankbar, dass er vor diesem Hintergrund den heutigen Kongress angestoßen und organisiert hat, um den Dingen und den Hintergründen auf den Grund zu gehen. Lassen Sie mich zum Abschluss einen großen Russen zitieren, der am Ende seines kurzen Lebens auf der Krim lebte, bevor er in meiner badischen Heimat in Badenweiler starb. Wenn der Satz von Tschechow tatsächlich stimmt, alles in der Welt werde durch die Geschichte gerechtfertigt, so zeigt dies, wie notwendig es ist, sie genau zu kennen. Weil man sonst falschen Rechtfertigungen aufsitzt und so künftige Fehler und Fehleinschätzungen eben nicht mehr vermeiden kann, was aber Ziel jeder Politik sein muss. Und wie groß die Fehleinschätzungen in unserer heutigen Zeit in diesem Bereich sind, kann man bei der Frage immer wieder feststellen, was können und müssen wir tun, um die Aggression, die Gewalt aus Europa zu verbannen und vertreiben. Und da kann man nur sagen, gerade wir Deutsche haben doch darauf immer, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg, eine Antwort gegeben. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist entscheidend, nichts anderes. Und wir Deutsche haben jetzt unser Ziel erreicht. In Freiheit haben wir das Deutschland wieder vereinigt. Dürfen wir Deutsche jetzt, die wir den Satz Selbstbestimmungsrecht für uns, anderen dieses Selbstbestimmungsrecht verweigern, nach dem Motto, wenn es die Ukraine für sich in Anspruch nehmen will, ist es nicht möglich? Schrecken wir vor Aggression zurück? Und deswegen bin ich dankbar, dass wir uns entschieden haben, in Europa zu sagen, nein, es gibt keine militärische Lösung des Konflikts, aber es gibt auch keine Zeichen an Putin, dass wir wehrlos sind. Und deswegen ist es richtig, dass wir mit Sanktionen arbeiten und die Sanktionen wirken. Und ich bin dankbar, dass man auf dem G7-Gipfel dies auch so gesehen hat und beschlossen hat, wir werden dort nicht nachgeben. Und ich muss auch sagen, zum Schluss, wenn ich die Kommentare mir so in diesen Tagen zum G7-Gipfel anhöre, ja,
Es ist durchaus verständlich, wenn man sagt, Russland gehört an den Tisch der G7, um es zum G8 zu machen. Aber nicht dieses Russland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht dieses Russland. Und wenn wir nicht bereit sind, für unsere Freiheit einzustehen und die Dinge beim Namen zu nennen, dann wird dieses Russland vor uns noch weniger Respekt haben, als es ohnehin uns schon jeden Tag zeigt. Es geht nicht darum, die Karte des Stärkeren zu ziehen, sondern es geht darum, die Karte dessen zu ziehen, der Russland, aber auch der Welt zeigt, für unsere Werte stehen wir ein und geben sie nicht einfach kampflos breit. Und dafür bin ich dankbar. Und jetzt wünsche ich uns einen erkenntnisreichen Nachmittag hier in unserem Fraktionssaal. Ladies and gentlemen, it's a particular pleasure to be here. I have the luxury, as an outsider, that I don't have to criticize the German debate. Instead, I can praise the German debate for existing at all. Germany is one of the few European countries where the debate on Ukraine continues. I can't say that I'm always pleased or impressed by every argument that is made, but I think it's an extraordinary thing that one continues in this country to try to understand what this conflict is all about. It's my firm belief that history can help, not because history leads us to some direct political conclusion, but because history can help us to avoid some of the most fundamental mistakes. Even if we all understood history perfectly, we would disagree about what policy to Ukraine or policy to Russia should be. But there are some fundamental things, I think, that we would then be able to share. And I'd like to start with what I take to be fundamental. Ukraine has a state, has a language, has a culture, and has a history. Historians can and will disagree about interpretations of that history. No doubt, even today, in these 15-minute presentations, you'll hear accents fall in different places. What cannot be denied, however, is that the history is there. The history exists. And what I want to make clear in the first few minutes of my presentation today is that the history of Ukraine is not only a history of war. My concern when I speak about the history of Ukraine as a history of the battlefield, as a history of civilian deaths, which of course it is in the 20th century, my concern is that this will make Ukraine seem more distant to you than it really should. The interesting thing about Ukraine, and this is why the work of the Deutsche Ukrainische Historische Kommission will be so important, is that so many aspects of its history are familiar. Ukraine, like Germany, like much of the rest of Europe, has a history of medieval conversions to Christianity. It has a history of medieval urban law, which was continued through the Grand Duchy of Lithuania into the Polish-Lithuanian Commonwealth. It has a history of the Renaissance. The Kiev Mohyla Academy is the oldest institute of higher education in the East Slavic lands. When this part of Ukraine was incorporated by the Russian Empire, it was the largest educational institution in the Russian Empire. Kiev, Rus, Ukraine has a history of Reformation, of Protestants and Catholics, but also, of course, of Orthodox. It has a history of three-sided, or even more complicated, Reformation. The Jewish history of Ukraine is perhaps the richest history in all of Jewish history. The only possible competitor is Poland. The whole history of the shtetlach, the whole history of the Jewish town, was built in Ukraine.
Jewish history, which is of course a central part of European history, makes no sense without Ukraine. Ukraine had wars of religion beginning in 1648, just as the wars of religion in Central Europe stopped. And of course, Ukraine also has a history of national ideas and national movements. What I'm trying to say before I speak of the wars and the suffering of the 20th century is that there are many chapters of Ukrainian history, all of which will be familiar to any German, any European with the most basic of historical education, and some of which are extraordinarily interesting. So while I'm going to be speaking mainly of the history of the Great War, of the Second World War, of the reasons why Germans might want to feel a sense of responsibility for Ukraine, I also want to emphasize that there's a brighter and perhaps a more interesting history of Ukraine, that in a better moment, when we didn't have to be concerned with the war that is taking place now in southeastern Ukraine, we might be reading about medieval or Renaissance or Reformation Ukraine. That the history of Europe itself is enriched by this country. Or to put it a different way, insofar as Germany is better than everyone else at carrying on historical discussions, it can only be the case that adding Ukraine to European history will make these discussions more interesting. This is not just a matter of informing policy, it's simply a matter of culture générale. These are things that every European should, and I'm confident at some point will, know. That said, the moment when Ukrainian history does start to be exceptional is the beginning of the 20th century. Not because there are no national movements, there are. The Ukrainian national movement goes back to the 1820s and 1830s. It goes back to Romanticism, the same as the German national movement does. In the 19th century, there is a fairly broad Ukrainian national movement. During the First World War, far more people die for Ukrainian independence than die for the independence of pretty much any other East European state. The fact that it's not achieved changes our perspective, right? Because we think of history in national terms. So the fact that there is no Ukrainian state after the First World War means that we forget about the history of Ukraine during the First World War. And what I'd like to stress in the next couple of minutes is that the experience of the First World War on the territories of today's Ukraine was excruciatingly intense. It contained many of the moments which will be familiar to you, but also a whole series of other events. Now, as I say, there was a national movement in Ukraine. It was much like the Czech national movement. When empires fell apart, the national movement tried to form a state. The reasons why this national movement failed have to do with the large number of very powerful projects that surround Ukraine. But let me give you the chronology. The First World War begins with the Russian Empire advancing into the Habsburg monarchy. As it advances into the Habsburg monarchy, where is it advancing? Into Galicia, into the territory that's now Western Ukraine. And what does it do? It expropriates the Jews who live there, who in the Habsburg monarchy could own property. In 1915, the Russian army is driven back. What does it do then? It deports tens of thousands of Jews from the territory of today's Ukraine, which was then, of course, the territory of the Russian Empire. In 1917 and 1918, we have the Russian Revolution, which for Ukraine is a moment where Ukrainian independence is declared. But it is also, of course, the moment of the beginning of the Russian Civil War. Now, from the point of view of these territories, the Western Russian Empire, Ukraine, also Belarus, the Baltic states, the Russian Civil War is like the First World War all over again. The First World War is over in the West. It continues with a similar scale and rate of killing for another several years in Ukraine, in the Western Russian Empire. And this war that we call the Russian Civil War, correctly, because it's in the Russian Empire, takes place largely in Ukraine, largely in southern Ukraine, and a huge number of the casualties, military and civilian, are inside Ukraine. So inside Ukraine, in 1918, 1919, you have a revolution and a counter-revolution, a war between the Red Army and the counter-revolutionary army known as the White Army. You simultaneously have a Ukrainian national army trying to found a Ukrainian national state, fighting at one time or another against both of these armies. So you have a three-sided civil war. During this three-sided civil war, pogroms are committed against Jews by all three sides, although predominantly by the Ukrainian national army. When the Red Army defeats the White Army,
And defeats the Ukrainian army. The Ukrainian army then allies with Poland in 1919, and Poland and Ukraine together defeat the Red Army, which is the last time the Red Army will be defeated until Afghanistan, right? In 1919-1920, the Polish army with Ukrainian allies, which is often forgotten, defeat the Red Army first at Warsaw and then drive the Red Army back. Now, this is an extraordinarily important moment. I'm not going to try to make it more dramatic for you than it needs to be, but you might remember that where the Red Army was going after Warsaw was Berlin. So if there's anyone who thinks that that wasn't a good idea, you might remember that the trail of the Red Army westward is littered not just with Polish but with Ukrainian corpses. Ukrainians are buried in Polish cemeteries all the way to Warsaw because the Ukrainian army was then fighting the Red Army just like the Polish army was. What this brings, though, is not a clear national victory. So in general in Eastern Europe, whether you won a war or lost a war did not decide whether you got national independence. It had almost nothing to do with it. It was basically a matter of chance. The Ukrainians were involved in winning this war against the Bolsheviks, but they're not rewarded with national independence. Instead, the territory of today's Ukraine is divided mainly into two pieces. Most of it becomes a Soviet Ukraine. The western part becomes part of Poland. This is the Treaty of Riga of 1921. Now, why is this so interesting and important? It's interesting and important for a couple of reasons. The first is that this means that the Soviet Union is established as a state with a boundary, as opposed to being an international revolution. The second reason this is important is that everyone at this moment acknowledges that there's a Ukrainian nation. This is what I find so interesting. It's very strange to be a historian in 2015 and listen to people deny the existence of a Ukrainian nation. Whereas 100 years before, even the Bolsheviks were perfectly aware that there was a Ukrainian nation. They had just been defeated by a Ukrainian army on the battlefield. They were perfectly aware there was a Ukrainian nation. And that is why the Soviet Union was established as a federation of nations, right? That's why it's not an international revolution. That why there's a Ukrainian republic in the west of the Soviet Union. Because everyone at the time, Lenin, Stalin, you name it, knew that there was a Ukrainian nation. Even Josef Rot, who was then reporting from Ukraine, wrote to people in Berlin articles saying, and I quote, "Ukraine is a nation that certainly deserves its own state." Now, being part of the Soviet Union was, of course, not the same thing as being an independent nation state. To put the matter very simply, what it meant was that the Ukrainian territory of the Soviet Union, this western territory, this very sensitive territory, this borderland territory from Moscow's point of view, was at the center of the Soviet effort to modernize, at the center of the Soviet effort to prepare for war. And although these are not strictly speaking wars, I'm going to mention them because they're related to wars. There is the war against the Kulak in the early 1930s, the attempt to prepare the Soviet Union for conflict with the capitalist world, which is particularly painful in Ukraine. Ukraine is regarded as strategically sensitive, but it's also the place in the Soviet Union, along with southern Russia, that produces the most food. And therefore, when agriculture is collectivized, Ukraine suffers the most, and more than 3 million people starve unnecessarily. The second round of preparation for war, the Great Terror of 1937 and 1938, leads to the execution of some 700,000 Soviet citizens. I would emphasize all across the Soviet Union, but disproportionately in Ukraine. Ukrainian people who live in Soviet Ukraine are more likely to die in the terror of 1937 and 1938 than anyone else. And when the war comes, and these are the main remarks and the ones with which I'll close. When the war comes in 1941, Ukraine is at the center in three different ways. The center of the Second World War, of course, is the German-Soviet War, the War of 1941. And Ukraine is in the center of that in three different ways. The first, and this may be the most important part, because you can correct me, but I think this is the part which is most often forgotten in Germany, Ukraine is at the center of German war planning. From the point of view of Hitler, the whole point of the Second World War was to win Lebensraum. And what Lebensraum meant was, above all things, Ukraine. Ukraine was going to be the territory which made Germany autarchical, which allowed Germany to become a world power, which would allow Germans to purify themselves as a race, but also sustain themselves as a people into the indefinite future. Lebensraum meant Ukraine.
which meant that Ukraine was treated as a colony. Hitler spoke of Ukrainians as people who could be pacified by giving them, I'm quoting now, a few beads as one gives to colonial peoples. Hitler said that once Ukraine was conquered, all that Germany would have to do was put up loudspeakers on poles in each village and play music on Saturdays, and the Ukrainians would dance around the poles and therefore be happy. The image was a purely colonial one. The second way that Ukraine is at the center of this war is in the way the war was actually carried out. All of the territory of today's Ukraine was occupied by German and Allied forces for a good deal of the war. By comparison, only 5% of the territory of today's Russia, 5%, was occupied. The totality of Ukraine was occupied for much of the war. In absolute terms, the civilian fatalities in Ukraine were probably greater than civilian fatalities in Russia. In relative terms, they were hugely greater than the fatalities in Russia. And of course, these fatalities include the Holocaust, right? The center of the Holocaust, next to Poland, is Ukraine. And insofar as there is German discussion and sense of responsibility for the Holocaust as an event, this must concern these inhabitants of Ukraine as well. The third way that Ukraine is at the center of the Second World War has to do with its end, that is, with the victory of the Red Army. The victory over the Wehrmacht is largely the credit of the Red Army, which took most of the casualties and inflicted most of the casualties. But of course, the thing to remember is the Red Army was a Soviet army. And fighting on the Western Front, it was a disproportionately Ukrainian army, because as it took horrible losses, it recruited from the territories where it was, right? The southern part of the campaign of the Soviet forces were called the Ukrainian Front, not because the army was made up of ethnic Ukrainians, but because that's where the war was taking place, in Ukraine and in Belarus, until, of course, it reached Eastern Europe. So one is aware in Germany that Germany was liberated by the French, the British, the Americans. One is not aware that more Ukrainians died fighting the Wehrmacht than Americans, by far. More Ukrainians died fighting the Wehrmacht than the British, by far. More Ukrainians died fighting the Wehrmacht than the French, by far. More Ukrainians died fighting against the Wehrmacht than the British, the French, and the Americans combined. As far as I know, no one in this country has pointed this out during these debates about historical responsibility, and it seems to me to be relevant, which is not to take away from the achievement of the Red Army as such, nor from the Russians, who were the only people who died in greater numbers on the battlefield than the Ukrainians. It is to point out that the Soviet Army was an international force, which included a very large number of Ukrainians. Now, when we keep these things in mind, then we have a chance to come clear about one thing which I'd like to be very explicit about. There are such things as historical mistakes. There are interpretations that differ. There are things that are mistakes. And one mistake is to say Russian and mean Soviet, and to say Soviet and mean Russian. That is simply a mistake, and one that is made too often in this country. If one wants to talk about Soviet institutions, one uses the word Soviet. If you're going to switch over to national terms and use the word Russian, that then means Russian. And if you're using national terms, you have to also use the national term Ukrainian and Belarusian. Saying Soviet and meaning Russian, or saying Russian and meaning Soviet, is simply a mistake. It's like saying Austrian and meaning German or something. It's simply a mistake, right? That's a mistake you wouldn't make, right? That's a mistake you wouldn't make. And interestingly, you would feel guilty about it, right? Okay, so you should feel guilty about getting other kinds of Anschlusses confused as well. So where I'm leading you with this is a very simple point. The point, and this is now just a suggestion, is that there is a blind spot in the German historical debate. In all of the ways that the Germans have taken responsibility, which for me are exemplary, right? Which for me are exemplary. The Historiker Streit is why I became a historian. The attempt of Germans to take responsibility and to consider the past is in many ways exemplary. But there is a big blind spot, and that blind spot is precisely in Ukraine. And I worry that it's more than a blind spot. I worry that there is a tradition of colonial thinking about Ukraine, which it, until it is recognized as such, cannot be overcome. The temptation to say
there's no country, there's no language, there's no state, there's no history. That's a colonial temptation. And when the idea of the Molotov-Ribbentrop Pact is revived, as it has been from Russia in fall and in spring, as you all know, that is an invitation to a colonial discussion, right? The Molotov-Ribbentrop Pact is an invitation to a colonial discussion between Russia and Germany. That's one way of talking about the past. I would like to think that here in Germany and in Europe in general, we have found a better way to talk about the past. And I hope in the 15 minutes that I've been given to you, I've succeeded in conveying a little bit of how I think that discussion might look. Thank you very much for your attention. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie vielen Dank für die Einladung, auf Ihrem Kongress hier sprechen zu dürfen. Ich habe mir nie vorstellen können, dass es einmal so weit kommen würde, dass wir über einen Konflikt, genauer über einen unerklärten Krieg Russlands gegen seinen Nachbarn, die Ukraine, sprechen müssten. Aber so ist es gekommen. Das ist für jemanden, der nun fast ein ganzes Leben damit zugebracht hat, Russland, seine Geschichte und Kultur dem deutschen Publikum nahezubringen, sehr schmerzlich und bitter. Aber das gilt nicht nur für mich. Viele von uns, die in der Sowjetunion und im nachsowjetischen Russland unterwegs waren, mussten sich neu vergewissern. Ich bin nach der Annexion der Krim immer wieder in die Ukraine gefahren, um mir selber ein Bild zu machen, weil ich mich auf Bücher oder Berichte aus zweiter Hand allein nicht verlassen wollte. Die Ukraine ist unzweifelhaft ein unabhängiger und souveräner Staat, aber ihre Souveränität und territoriale Integrität ist gegen alle Regeln des Völkerrechts verletzt worden. Der Weg in die Unabhängigkeit und die Behauptung der Souveränität lässt sich ablesen an wichtigen Daten. Am 16. Juli 1990 erklärte der Oberste Rat der Ukraine die Souveränität der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Am 19. November 1990 anerkannten die russische und die ukrainische Republik in einem Vertrag gegenseitig ihre Grenzen und ihre Souveränität an. Das war erstmals die Anerkennung der Ukraine als politisches Subjekt durch Russland. Im Referendum vom März 1991 sprachen sich über 70% der Bürger der Ukraine zwar für die Erhaltung der UdSSR aus, doch 80% für eine Ukraine als Teil einer Union souveräner Staaten, also der künftigen Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Nach dem Putsch in Moskau, der auf die Wiederherstellung der Sowjetunion zielte, erklärte der Oberste Rat der Ukraine am 24. August 1991, ich zitiere, in Fortsetzung der ein Jahrtausend alten Tradition der Staatsbildung in der Ukraine und gestützt auf das Selbstbestimmungsrecht feierlich die Unabhängigkeit der Ukraine und die Schaffung eines unabhängigen Staates Ukraine. Das Territorium der Ukraine ist unteilbar und unantastbar. Von heute an gelten auf dem Territorium der Ukraine ausschließlich die Verfassung und die Gesetze der Ukraine. Und in der Souveränitätserklärung hieß es auch, zitiere, die Bürger der Republik aller Nationalitäten bilden das Volk der Ukraine. Entsprechend erhielten im Herbst 1991 alle damaligen Bewohner der Ukraine unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit automatisch die Staatsbürgerschaft. Der Weg in die Unabhängigkeit wurde in der Abstimmung vom 1. Dezember 1991 von 90% der Bevölkerung bestätigt, sogar in den stark russisch geprägten Gebieten, etwa in Charkiw und in der Ostukraine und sogar auf der Krim mit über 54%. Am 5. Dezember 1991 beschloss das Parlament, den Vertrag von 1922 über die Bildung der UdSSR zu kündigen. Zahlreiche internationale Abkommen, das Budapester Protokoll von 1994, Freundschaftsverträge mit Russland, die Regelung strittiger Probleme, auch die Nutzung Sewastopols anschließend, die Mitgliedschaft in europäischen Institutionen und vieles andere befestigten den Status der Ukraine als souveränes politisches Subjekt. Dies muss hier nicht weiter ausgeführt werden. Die Ukraine ist seit 1991 nun schon ein Vierteljahrhundert, was sie im ersten Anlauf nach dem Zusammenbruch des Russischen Reiches in Revolution und Bürgerkrieg nicht gelang, ein unabhängiger und souveräner Staat.
Die Annexion der Krim, vor allem aber die anhaltende militärische Einmischung in der östlichen Ukraine, haben mittlerweile über 6.000 Todesopfer, vor allem unter der Zivilbevölkerung, gefordert. Abertausende von Verletzten und weit über 1 Million Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Weite Teile der besetzten Gebiete sind verwüstet und entvölkert. Es ist eine der größten Flüchtlingswellen seit dem Zweiten Weltkrieg und eine humanitäre Katastrophe, deren Ende nicht absehbar ist. Denn es ist unklar, wie die Aggression in einem unerklärten Krieg beendet werden kann, solange die Staatsgrenze der Ukraine Tag für Tag überschritten, die territoriale Integrität demonstrativ verletzt wird. Der russische Präsident tut sich schwer mit einer rückhaltlosen Anerkennung der Ukraine als eines Staates und einer Nation, die über ihr Schicksal selbst entscheidet. So sagte er im September 2013, ich zitiere, die Ukraine ist ohne Zweifel ein unabhängiger Staat, so hat sich die Geschichte entwickelt, aber lasst uns nicht vergessen, dass der heutige russische Staat seine Wurzeln am Dnieper hat. Wir haben, wie wir zu sagen pflegen, im Dnieper unser gemeinsames Taufbecken. Wir haben gemeinsame Traditionen, eine gemeinsame Mentalität, eine gemeinsame Geschichte und Kultur. Wir haben sehr ähnliche Sprachen. In dieser Hinsicht, ich wiederhole es, sind wir ein Volk. Natürlich haben das ukrainische Volk, die ukrainische Kultur und die ukrainische Sprache wundervolle Eigenschaften, die die Identität der ukrainischen Nation ausmachen. Und wir respektieren sie nicht nur, sondern, was mich betrifft, ich liebe sie. Die Ukraine ist ein Teil unserer großen russischen oder russisch-ukrainischen Welt. Doch die Geschichte hat es mit sich gebracht, dass ihr Territorium heute ein unabhängiger Staat ist und wir respektieren das. Zitat Ende. Nein, er hat die ukrainische Nation und die Integrität des ukrainischen Staates nicht respektiert. Vielmehr wurde die Geschichte benutzt, um eine Aggression zu rechtfertigen. Der russische Anspruch auf die Krim wurde mit dem Taufort Wladimirs des Heiligen, Chersones, gerechtfertigt, mit dem Verweis darauf, dass sie immer russisches Land gewesen sei und mit russischem Blut getränkt. Die Unterstützung der Separatisten in der östlichen Ukraine wurde mit Novorossija als einer historischen Provinz des russischen Kaiserreichs und dem Donbass als dem industriellen Herz Russlands begründet und schließlich mit dem Schutz von Russen und russischen Landsleuten gegen die Unterdrückung, ja Vernichtung durch nationalistische und faschistische Kräfte. Das ausgerechnet in einem Land, das Hauptschauplatz nationalsozialistischer Besatzungs- und Vernichtungspolitik war, der Ukraine. Es ist unmöglich, auf dieses putinsche Geschichtsnarrativ im Einzelnen einzugehen. Chersones ist nicht einmal empirisch als Taufort nachgewiesen. Es war nie der Tempelberg, den er in Anlehnung an Jerusalem zitiert. Und bis vor kurzem kannten überhaupt nur Eingeweihte in Russland den Namen dieses Ortes. Die Krim war jahrhundertelang vor allem die Heimat der Krim-Tataren, die im 19. Jahrhundert in großer Zahl unter dem Druck russischer Kolonialisierung ins Osmanische Reich auswanderten und im 20. Jahrhundert kollektiv von Stalin deportiert wurden. Die Krim kam zur Ukraine nicht aus einer Wodka-Laune, sondern aus sehr pragmatischen infrastrukturellen Gründen, die, wie die russischen Statthalter auf der Krim jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, auch heute noch wirksam sind. Die historische Bezugnahme auf Krim, Novorossija, Kiew als Mutter der russischen Städte als Rechtfertigung für eine gegenwärtige Politik der Grenzveränderung. Wer so argumentiert, der stellt die ganze europäische Nachkriegsordnung in Frage. Es wäre die Initialzündung, um in ganz Europa eine Kettenreaktion auszulösen, geradezu eines Krieges aller gegen alle. Dieser Logik folgend wüssten wir nicht, wo beginnen, bei den Grenzen des Karolingerreiches etwa. Wir wüssten nicht, wo es enden würde. Was wäre mit Lemberg, das einmal zu Polen gehörte und zum Habsburgerreich? Was wäre mit dem heutigen Südtirol und Dalmatien? Gar nicht zu reden von den Ostprovinzen des Deutschen Reiches. Niemand bestreitet, dass es historische Linien, Traditionen, Verwandtschaften gibt, aber diese aufzuzeigen ist etwas anderes als die historisch verbrämte Ableitung eines hegemonialen Anspruchs und einer Rechtfertigung von Interventionen. Man muss, um sich des Zaubers der Krim zu erfreuen oder der im Kampf gegen den Faschismus gefallenen Soldaten zu gedenken, nicht ein Land besetzen. Und schließlich, die Rede von der Unterdrückung der Russen, das war in den Wochen nach der Annexion der Krim sogar in deutschen Talkshows diskutiert worden. Man hätte sich das sparen können, wenn man sich mit der wirklichen Situation in der Ukraine befasst, das heißt, sich dort umgesehen hätte. Dass es in einem Land, in dem verschiedene Sprachen gesprochen werden, auch Probleme gibt, ist eine Binsenweisheit und ganz normal.
Das kann man in Belgien, in Katalonien, sogar in der Schweiz sehen, diesem Musterland einer selbstbewussten europäischen Nation. Aber aus einer sprachlichen Differenz einen ethnischen Konflikt zu machen und überhaupt alle Konflikte, an denen die Ukraine nicht gerade arm ist, zu Konflikten zwischen Volksgruppen aufzublasen, sie zu instrumentalisieren und mit ihnen zu zündeln, das ist nicht nur falsch, sondern gefährlich, ja verbrecherisch. Die Ukraine hat nach ihrer Unabhängigkeit das Ukrainische im eigenen Land, in dem das Russische immer dominant war, als Staatssprache eingeführt. Es gab eine Art sanfte Ukrainisierung in Bereichen, die bis dahin automatisch russisch waren, wie Schulen, Verlage, Publikationswesen und so weiter. Dass dies von nicht wenigen ein Umdenken verlangte und für viele auch eine Überforderung darstellte, ja, das ist wahr. Aber nicht das Russische war in weiten Teilen der Ukraine diskriminiert, sondern das Ukrainische. Wesentlich aber ist Folgendes, und jeder Besucher des Landes kann sich mühelos davon überzeugen. Die Ukraine ist wahrscheinlich dasjenige Land in Europa, in dem die Zweisprachigkeit am meisten praktiziert wird, Zweisprachigkeit zum Alltag gehört, selbstverständlich und mühelos. Ich kenne jedenfalls kein Land, in dem das Gros der Bevölkerung sich so leicht in beiden Sprachen verständigen kann, ob in Fußballreportagen oder Talkshows, die wie selbstverständlich zweisprachig sind. Die ukrainische Literatur ist wie selbstverständlich zwei- oder gar mehrsprachig. Es ist kein Wunder, dass dieses Phantom der Unterdrückung der Russen heute kaum noch eine Rolle in den deutschen Diskussionen spielt. Es gibt sie, wie immer wieder in der russischen Propaganda behauptet wurde und wird, einfach nicht. Charkiw, Dnipropetrovsk, Odessa, selbst Kiew sprechen mühelos Russisch. Es ist in Charkiw eher ein Problem, eine ukrainische Zeitung zu bekommen. Was hat es also mit der Verfolgung von Russen und dem Schutz der Russen auf sich? Was Putin und seine Medien als Russen oder als russische Landsleute bezeichnen, sind in Wahrheit ukrainische Staatsbürger russischer Herkunft oder russischer Sprache. Etwa die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung bedient sich des Russischen als Umgangssprache, aber das macht sie nicht zu Russen oder russischen Landsleuten, sondern, und sie sind keine Bürger Russlands, sondern Bürger der Ukraine, Mitglieder einer politisch verstandenen Nation. Das gilt selbst für die Masse derer, die kritisch zur Führung in Kiew stehen. Sie denken nicht daran, Russen zu sein oder sich von Russland retten zu lassen. Die Idee, dass die Russische Föderation die Schutzmacht aller jenseits der Grenzen Russlands lebenden russischsprachigen Menschen und Putin vielleicht sogar der Schutzherr der russischsprachigen Welt sei, ist ausformuliert worden im Konzept der russischen Welt schon in den 90er Jahren. Dieser Idee zufolge umfasst die russische Welt nicht nur die Bürger Russlands, nicht nur die Angehörigen der russischen Diaspora weltweit, sondern alle, die irgendwann einmal mit Russland, der Sowjetunion oder auch nur mit der russischen Sprache und Kultur zu tun hatten. Putin hat die Russen einmal als das am meisten gespaltene und zerstreute Volk bezeichnet und vor allem die Deutschen angesprochen. Sie, die so lange geteilte Nation, müssten doch am besten die Heimholung und Wiedervereinigung mit der Krim verstehen. Putin hat wiederholt die russische Welt definiert, so etwa auf dem Kongress der Landsleute im Jahr 2001, wo er sagte, ich zitiere, der Begriff der russischen Welt geht weit über Russlands geografische Grenzen und sogar weit über die Grenzen der russischen Volkszugehörigkeit hinaus. Zitat. Auch in der Rede zum Anschluss der Krim vom 18. März letzten Jahres spielte dieses Argument eine Rolle. Russland behalte sich alle Mittel zum Schutz der Russen in der Ukraine vor. Wir werden nicht zusehen, wenn sie verfolgt oder vernichtet werden. Das ist nicht, wie Sergei Lavrov in diesem Frühjahr meinte, nur die russische Version von Frankophonie, nicht bloß ein kulturelles Konzept, nämlich die Verbreitung der russischen Kultur, eine Art russisches Goethe-Institut, nicht bloß Kulturdiplomatie wie überall auf der Welt, sondern ein Konzept zur Durchsetzung kultureller und politischer und wenn nötig militärischer Hegemonie. Denn wenn man es zu Ende denkt, heißt es ja, wo Russen sind oder wo Russisch gesprochen wird, ist Russland. Das ist nicht weit entfernt von den Losungen deutscher Freikorpsleute im Baltikum, die von sich sagten, wo wir sind, da ist Deutschland. Eine Anmerkung. Im Russischen gibt es zwei Worte, für das wir im Deutschen nur ein Wort haben, nämlich Ruski, Russisch, das meint die russische Sprache, die ethnischen Russen. Und es gibt das Wort Rassiski, Russländisch, das meint alle Bewohner des Territoriums der Russländischen Föderation, die ja in Wahrheit kein russischer, sondern eben ein russländischer Vielvölkerstaat ist.
Es ist nur zu verständlich, dass am Ende der Sowjetunion für Abermillionen Sowjetmenschen russischer Herkunft ein biografischer Bruch, ein Schock war. Und es ist nur zu verständlich, dass Russland sich nach dem Ende des Imperiums gleichsam neu erfinden musste, eine, wie man heute sagt, eine neue postimperiale Identität finden musste. Aus der Geschichte vom Ende der Imperien ist bekannt, wie lange und traumatisch solche Phantomschmerzen sein können. Doch es gibt keinen Weg zurück zum Imperium, sei es sowjetisch oder russländisch, wenn die Völker sich dagegen entschieden haben, im Übrigen nicht nur die Ukraine. Die Ukraine und Russland sind durch abertausende Fäden miteinander verflochten. Es gibt kaum eine Familie, die nicht in irgendeiner Weise mit der anderen Seite verbunden ist. Ein Krieg zwischen beiden ist in der russischen Öffentlichkeit eigentlich undenkbar, ich würde sagen, allen Umfragen zum Trotz, auch heute. Daher gibt es offiziell keinen Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die Faschisten, jenes schon zitierte Phantom, das immer noch zieht, obwohl die Wahlen längst etwas ganz anderes erwiesen haben. Und daher darf über den russischen Anteil an diesem Krieg nicht berichtet werden. Es gibt ihn nicht. Es gibt keine gefallenen russischen Soldaten, auch wenn sie wie in Pskow oder Kostroma doch beerdigt werden. Sie haben keinen Namen. Es sind Soldaten auf Urlaub oder solche, die sich über die Grenze verirrt haben und von den russischen Soldaten, die in ukrainische Gefangenschaft geraten sind oder desertiert sind, distanziert man sich. Der Krieg wird in Gang gehalten, so sehr Putin, wie zuletzt im Interview des Corriere della Sera auch suggeriert, er habe mit all dem nichts zu tun, die Situation sei out of control. Eine Wiederholung des Erfolgs auf der Krim ist ihm dank des Widerstands der Ukrainer nicht gelungen. Das Projekt Novorossija ist stecken geblieben. Aber er hält an seiner Linie der Einmischung, das heißt letztlich an der Linie der Destabilisierung der Ukraine, ihrer Zerstörung als eines souveränen Staates fest. Er weigert sich, die territoriale Integrität des Landes zu respektieren, indem die Kontrolle des ukrainischen Staates über seine Außengrenzen wiederhergestellt wird. Dies wäre ein leichtes, wenn er es wollte, und vielleicht muss man hinzufügen, wenn er es noch könnte. Nicht nur als Historiker, sondern als Zeitgenosse eines schrecklichen Konflikts erlaube ich mir abschließend die Bemerkung. Der Konflikt ist eine Tragödie für die Ukrainer, die daran gehindert werden, ihr Leben so einzurichten, wie sie es wollen. Es ist eine Tragödie für Russland, weil das Land, statt sich auf seine Modernisierung zu konzentrieren, seine Kräfte verausgabt in einem sinnlosen Krieg, der die Beziehung zur Ukraine auf lange Sicht vergiften und vielleicht noch zu unabsehbaren Katastrophen führen wird. Er stellt die Europäische Union vor die größte Prüfung seit ihrer Gründung. Wird sie in der Antwort auf diese Aggression sich neu finden, sich neu aufstellen oder die Ukraine preisgeben und damit auch dem Auseinanderfallen Europas Tür und Tor öffnen? Die Aufrechterhaltung der Sanktionen ist nicht ein Mittel, Russland zu bestrafen, sondern ein Mittel, einem Angriff Einhalt zu gebieten und sich selbst zu verteidigen, solange man sich zu einer gemeinsamen Verteidigung im wörtlichen Sinne nicht bereit findet. Die Europäer, die die Lehren von München und Jalta hinter sich haben, müssten eigentlich verstanden haben, was auf dem Spiel steht. Und die Deutschen, die zweimal im letzten Jahrhundert die Ukraine heimgesucht und verheert haben, haben eine besondere Verpflichtung. Sie sollten sich mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit, ihrem diplomatischen Geschick und mit der Tatkraft ihrer Unternehmen dem Land zuwenden, das dies jetzt am meisten nötig hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, im Nachhinein wissen wir immer alles besser. Das gilt vor allem für uns Historiker, deren Arbeitsfeld die Vergangenheit ist und von denen man erwartet, dass sie historische Hintergründe oder gar Ursachen aktueller Ereignisse benennen. Alternativen werden nicht ausgelotet und all das gilt auch für das Thema dieser Veranstaltung. Vor 2 Jahren hätten fast alle Wissenschaftler und Politiker einen bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für höchst unwahrscheinlich gehalten. Wir waren überrascht, Herr Kauders, um auf Ihre Frage zu antworten. Falls ich danach gefragt worden wäre, hätte ich damals auf mehrere Faktoren hingewiesen, die gegen einen solchen Konflikt, vor allem einen kriegerischen Konflikt, sprachen. Ich nenne hier 3. Erstens, Russen und Ukrainer stehen sich nahe. Ihre Sprachen und Kulturen sind verwandt.
Die meisten Russen und Ukrainer sind orthodox, sie haben eine teilweise gemeinsame Geschichte. Auf persönlicher Ebene gab es praktisch keine interethnischen Antagonismen, sondern unzählige Mischehen und ein friedliches Zusammenleben im Alltag. Zweitens, die beiden Länder waren wirtschaftlich eng verflochten, zu beiderseitigem Vorteil. Migrationen führten zu einer demografischen Durchmischung. Drittens, die Geschichte der unabhängigen Ukraine verlief bis zum Januar 2014 friedlich. Es gab vor und nach 1991 kein Blutvergießen, keine Grenzkonflikte und Bürgerkriege, im Gegensatz zu anderen postsowjetischen Staaten wie Georgien, Moldau, Tadschikistan und auch Russland, das zwei unbarmherzige Kriege gegen die Tschetschenen führte. Aus dieser Diagnose folgt, dass zur Erklärung des Krieges die Ereignisse der letzten beiden Jahre von zentraler Bedeutung sind, besonders das Verhalten einzelner Akteure und hier im Zentrum Wladimir Putin, den der Euromaidan und der Sturzpräsident Janukowitsch Ende Februar 2014 zutiefst erschreckten. Sie sind ein Menetekel für seine Machtstellung in Russland, ein mögliches Vorbild für die Opposition in Russland. Gleichzeitig nutzte Putin die Annexion der Krim, um in Russland eine patriotische Begeisterung zu entfachen, die seine Umfragewerte, die zuvor stark im Absinken gewesen waren, in die Höhe schnellen ließ. Putin hatte dieses Rezept schon 1999 mit dem Zweiten Tschetschenienkrieg erfolgreich erprobt. Für Autokraten hat Machterhaltung Priorität, nicht die Außen- und Geopolitik. Nun aber doch, wie versprochen, einige Bemerkungen zu historischen Hintergründen. Die Großrussen und die Kleinrussen. Der Begriff Kleinrussen war im Russländischen Reich die offizielle Bezeichnung der Ukrainer und hatte ursprünglich keine abwertende Bedeutung. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden aus den Kleinrussen die kleinen Russen, gaben die Begriffe die Asymmetrie des russisch-ukrainischen Verhältnisses wieder. Im Zarenreich galten die Kleinrussen als Teil einer orthodoxen allrussischen Gemeinschaft aus Großrussen, Kleinrussen und Weißrussen. Ein Abfall der Ukrainer hätte die Einheit dieses Russentums in Frage gestellt. Kleinrussland, Weißrussland, Großrussland, sie sind ein Körper, etwas Ganzes und Unteilbares, und eines vom anderen wegzureißen bedeutet das Gleiche, wie einen Körper in seine Bestandteile zu zerstückeln. So der russische Slavophile Iwan Aksakow im Jahr 1862. Ganz ähnlich argumentieren 150 Jahre später nicht wenige Russen. Statt vom allrussischen Volk ist jetzt von der russischen Welt die Rede. Herr Schlögl hat davon gesprochen. Und Putins Zitat habe ich hier auch mehr rausgeschrieben, das muss ich jetzt nicht wiederholen, das Herr Schlögl vorhin gebracht hat. Es endet oder fast am Ende sagt Putin eben, wir sind ein Volk. Das entspricht der Aussage Aksakows. Viele Russen nehmen die Ukrainer nicht ernst, betrachten sie als Bestandteil der russischen Nation, erklären die ukrainische Sprache zu einem russischen Dialekt. Aus dieser Sicht ist der ukrainische Staat ein provisorisches, ein künstliches Gebilde. Die Ukraine ist kein wirklicher Staat, so Putin schon 2008. Dieses Bild der Ukraine als Bestandteil Russland und als Failed State ist vom Westen weitgehend übernommen worden. Nicht wenige deutsche Publizisten, Politiker und Wissenschaftler denken in den Kategorien der Großmachtpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie knüpfen an die traditionelle Zusammenarbeit Deutschlands, vorher Preußens, und Russlands bzw. der Sowjetunion an, die sich Polen viermal aufteilten. Statt Polen ist heute die Ukraine Spielball der großen Politik. Diese Großmachtpolitik geht über die Köpfe der Ukraine hinweg und missachtet deren Interessen, das Recht der Ukraine über ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Kleinrussen und Großrussen als verspätete Nationen. Russland und die Ukraine existieren als Staaten erst seit einem Vierteljahrhundert. Sowohl Russland wie die Ukraine sind junge, ungefestigte Staaten und Nationen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind. Diese Instabilität wirkt sich auf ihre innere Entwicklung ebenso aus wie auf die bilateralen Beziehungen. Dass die Ukrainer eine junge Nation sind, ist evident.
Zwar setzte die ukrainische Nationalbewegung schon im 17. Jahrhundert ein, doch war sie in der Folge immer wieder von Rückschlägen betroffen. Nach der russischen Revolution gelang es, einen Nationalstaat zu schaffen, die ukrainische Volksrepublik, die jedoch nicht lange Bestand hatte. Die Ukrainer waren das größte Volk Europas, das in der Zwischenkriegszeit keinen Nationalstaat hatte. Timothy Snyder hat davon schon gesprochen. Doch auch die Russen, das mag überraschend klingen, auch die Russen sind eine verspätete Nation. Sie waren die wichtigsten Träger zweier Imperien. Ihre Eliten wurden zu einer superethnischen imperialen Gemeinschaft integriert. Und da kommt wieder die Unterscheidung zwischen Rassiski, russländisch für den Staat, und Russki, russisch für die Ethnie und die Sprache ins Spiel. Nach dem Ende des sowjetischen Imperiums trat an die Stelle des imperialen Projekts zunächst das Projekt der supranationalen Staatsbürgernation nach dem Vorbild des Westens. Im Laufe der 1990er Jahre scheiterte dieser Anlauf und unter Präsident Putin definierte sich Russland wiederum als imperiale Nation in der Nachfolge der Sowjetunion und zum Teil auch des Zarenreiches. Gleichzeitig gewann ein ethnischer russischer Nationalismus an Boden. Dieser ethnische Nationalismus ist offenkundig in der Politik gegenüber der Ukraine. Zur Begründung des militärischen Eingreifens gab Russland vor, seine Landsleute in der Ukraine vor ethnischen Säuberungen zu schützen. Ich wiederhole jetzt einiges, was Herr Schlögl vorhin gesagt hat. Mit Landsleuten sind nicht Staatsbürger Russlands, es sind Staatsbürger Russlands, sondern russischsprachige Bürger der Ukraine gemeint, die in Wirklichkeit keinerlei Repressalien ausgesetzt waren und sind. Putins Politik, die Nachbarstaaten lebenden Angehörigen des eigenen Volkes politisch zu instrumentalisieren und zu diesem Zweck die Grenzen eines Nachbarstaates zu verletzen, diese Politik ist Ausdruck eines gefährlichen imperialen Revisionismus. In seiner Rede zur Rechtfertigung der Annexion der Krim sagte Putin im März 2014, ich zitiere, nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden die Russen zu einem der größten geteilten Völker der Welt. Millionen von Menschen gingen in einem Land ins Bett und erwachten in einem ganz anderen und wurden zur nationalen Minderheit. Hier müsste man wieder den Unterschied zwischen Russland und der Sowjetunion anmerken. Weiter, Putin, ich glaube daran, dass die Europäer, vor allem aber die Deutschen, mich verstehen werden. Unser Land hatte das starke Bestreben der Deutschen nach Wiedervereinigung unterstützt. Ich bin sicher, dass Sie das nicht vergessen haben und rechne damit, dass die Bürger Deutschlands das Bestreben der russischen Welt, ihre Einheit wiederherzustellen, ebenfalls unterstützen werden. Putin sprach von der Wiederherstellung der Einheit der russischen Welt und zur russischen Welt rechnet er selbstverständlich auch die Ukraine. Ausgerechnet Deutschland, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verheerende Erfahrungen mit der Politik eines nationalistischen Revisionismus gemacht hat, ausgerechnet Deutschland soll die Wiedervereinigung aller Russen, ja nicht nur aller Russen, sondern aller Russen und Ukrainer verstehen und unterstützen. Trotz dem patriotischen Schulterschluss hat Russland noch keine stabile Identität gewonnen. Der Widerspruch zwischen Imperium und ethnischer Nation führt zu Spannungen mit den 20% Nicht-Russen in der Russischen Föderation, die Mehrheit von ihnen Muslime. Doch auch das Projekt der Staatsbürgernation ist nicht völlig verschüttet, wie die Großdemonstrationen im Jahre 2011 und 2012 in Moskau gezeigt haben. Die Ukraine wurde als zentralisierter Einheitsstaat begründet und die Verfassung definiert die Ukrainer als Staatsbürgernation. Damit stand von Beginn an das Prinzip der ethnischen Nation in Konkurrenz. Erst in der Maidan-Revolution haben die Ukrainer klar zum Ausdruck gebracht, dass sie keine ethnische Nation, sondern eine zweisprachige politische Nation von Staatsbürgern sein wollen. Damit stellen sie sich in die Tradition der Französischen Revolution und der europäischen Werte. Die Revolution des Euromaidan war die größte zivilgesellschaftliche Massenbewegung in Europa seit 1989. Die Ukraine holt damit die Revolution von 1989 nach. Der Maidan gehört in die Reihe der Revolutionen in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei, der DDR und der baltischen Länder. Dass die ukrainische Revolution im Gegensatz zu ihren Vorbildern vorläufig nicht zu Ende geführt werden konnte, ist darauf zurückzuführen, dass sich das neue Imperium militärisch einmischte. Während das alte, das spätsowjetische Imperium in der
Person Michail Gorbatschows in den Jahren 1989 bis 1991 die Revolutionen gewähren ließ. Die Aggression Russlands führte zu einer Stärkung der politischen Nation in der Ukraine. Die weit überwiegende Mehrheit aller Staatsbürger der Ukraine, unabhängig von ihrer Muttersprache und ihrer politischen Überzeugung, steht zum ukrainischen Staat und seiner Souveränität. Die 23-jährige Geschichte der unabhängigen Ukraine war von einer Vielzahl von schweren Problemen belastet und erlebte immer wieder Rückschläge. Auch heute ist die wirtschaftliche und soziale Situation prekär, dringend notwendige Reformen stehen an. Dennoch ist die jüngste Geschichte der Ukraine eine Erfolgsgeschichte. Die Ukraine ist kein Failed State, wie die russische Propaganda und manche westlichen Beobachter dies behaupten. Schon in den 1990er Jahren sicherte der junge Staat seine Grenzen gegenüber allen Nachbarn, 1997 auch gegenüber Russland in einem Freundschaftsvertrag. Es gelang, Staat und Gesellschaft auch im Innern zu konsolidieren. In keinem anderen postsowjetischen Staat, mit Ausnahme des Baltikums, wurde ein parlamentarisches System mit weitgehend korrekten Wahlen etabliert, die periodisch zu einem Wechsel der politischen Ausrichtung führten. Und nur in der Ukraine herrschte weitgehende Medienfreiheit. Nicht gering zu schätzen ist auch, dass, wie erwähnt, gewaltsame Auseinandersetzungen vermieden werden konnten. All dies steht im Kontrast zu Russland. Meine Damen und Herren, die Ukraine befindet sich seit Jahrhunderten im Spannungsfeld zwischen Russland und dem übrigen Europa, einmal stärker mit dem Westen, einmal stärker mit Russland verbunden. Auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz haben Hunderttausende von Ukrainerinnen und Ukrainern gegen ihren autoritären Präsidenten für europäische Werte und für eine Anbindung an die Europäische Union demonstriert. Was müssen die Ukrainer noch tun, dass man auf sie hört? Sie verdienen unseren Respekt und unsere Solidarität. Dazu gehören nicht nur wirtschaftliche Unterstützung und politische Rückendeckung, sondern auch eine intensivierte Auseinandersetzung mit der Ukraine und ihrer Geschichte. Die Ukraine stand während mehr als zwei Jahrhunderten im Schatten Russlands. Sie hat noch immer keinen festen Platz auf der kognitiven Landkarte Europas. Das hat sich gezeigt, als Medien, Politik und Wissenschaft im Herbst 2013 ungenügend vorbereitet waren auf die dramatischen Ereignisse. Der Deutsche Historikerverband hat sich dieser Verantwortung gestellt und im vergangenen Jahr eine bilaterale deutsch-ukrainische Historikerkommission begründet, die kürzlich in Berlin eine erste Konferenz abgehalten hat. Was immer noch fehlt, ist eine institutionelle Verankerung der Ukraine-Forschung in Deutschland. Denkbar wären Lehrstühle an Universitäten oder ein deutsches historisches Institut in Kiew. Neben der dringend gebotenen Unterstützung der Ukraine darf die demokratische Opposition in Russland nicht vergessen werden. Putins Russland, das Wort ist schon gefallen, ist nicht das Russland, es ist auch nicht mein Russland. Der Schlüssel für ein Ende des Krieges liegt aber in Russland. Die Ukraine kann ihrer geopolitischen Lage nicht entrinnen. Trotz der Hinwendung der Ukraine zur Europäischen Union muss ein Ausgleich mit Russland gefunden werden. Dazu ist jedoch ein Einlenken Russlands notwendig, das seine militärische Einmischung aufgeben muss. Ein normales, gutnachbarliches Verhältnis zweier souveräner Staaten wird erst dann möglich sein, wenn Russland die Ukraine als gleichberechtigte Partnerin anerkennt, wenn die Großrussen aufhören, die Ukrainer als Kleinrussen zu behandeln. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir springen jetzt sozusagen von der historischen Expertise auch in die Aktualität und versuchen in der Kürze der Zeit einige wichtige Punkte herauszuarbeiten über die gegenwärtige Lage. Ich darf zunächst, was natürlich nicht ausschließt, dass die Diskutanten auch hier noch einen Kommentar machen können zu den gehörten Vorträgen, wenn es ihnen auf den Nägeln brennt. Ich darf kurz vorstellen, hier zu meiner Rechten, der zweitrechteste, ist Herr Botschafter Andriy Melnyk. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Melnyk ist seit
Ende letzten Jahres bzw. Anfang dieses Jahres in Berlin Botschafter. Er war früher unter anderem bis 2003 erster Sekretär der ukrainischen Botschaft in Österreich, von 2007 bis 2010 Generalkonsul in Hamburg. Deswegen spricht er auch perfektes Deutsch. Und er war von März bis Dezember 2014 Vizeminister des Ministerkabinetts der Ukraine für Außenpolitik und europäische Integration. Daneben begrüße ich Herrn Andriy Waskowitsch. Er ist seit 2001 Präsident der Caritas Ukraine, war in verschiedenen Leitungsfunktionen der katholischen Hilfsorganisation tätig, unter anderem 2011 bis 2014 als Vizepräsident der Caritas Europa. Er hat auch an verschiedenen ukrainischsprachigen Zeitschriften mitgearbeitet, so war er Mitbegründer und Chefredakteur der Monatsschrift Ukraine Report. Es folgt Herr Nikolai Mitrokin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, war von 1999 bis 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Menschenrechtszentrum der internationalen Organisation Memorial in Moskau und ist ein Spezialist für nationalistische Bewegungen in Russland, über die er im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht hat. Boris Reitschuster war bis Februar dieses Jahres Leiter des Moskauer Büros des Wochenmagazins Fokus, das er von Berlin aus leiten musste, da er nach Anfeindungen und Drohungen Russland 2012 verlassen musste. Er arbeitet jetzt als freier Autor und Publizist in Berlin. Herr Karl-Georg Wellmann ist Mitglied des Bundestages in der CDU-CSU-Fraktion. Viele werden ihn deshalb kennen. Er ist Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, Berichterstatter für Russland-Ukraine für die Unionsfraktion und hat kürzlich Schlagzeilen gemacht, als er ihm die Einreise nach Moskau verweigert wurde. Und bei dieser Gelegenheit ist dann der Kreml sozusagen mehr oder weniger gezwungen gewesen, weil das Furore gemacht hat, diese Liste zu veröffentlichen europäischer Politiker, die mit Einreiseverboten belegt sind, zu denen er auch gehört. Dazu gekommen, unangekündigt, aber umso herzlicher willkommen, ist Oksana Siroid. Sie ist stellvertretende Sprecherin des ukrainischen Parlaments. Herzlichen Willkommen. Ist es okay, wenn ich, Sie haben die Simultanübersetzung, wenn ich Sie Deutsch anschreibe, Sie haben die Übersetzung, ja? Okay. Dann vielleicht fangen wir gleich damit an, dass ich Sie frage, wie ist Ihr Eindruck? Es ist hier gesagt worden, es gibt die ukrainische Nation, es ist sogar die Identität der Ukraine ist sogar stärker geworden. Können Sie das bestätigen, dass durch den Konflikt, durch die Aggression, durch russische Aggression, eigentlich das Gegenteil eingetreten ist von dem, was Putin beabsichtigt hat, dass es sogar eine Stärkung des ukrainischen Zusammengehörigkeits, des Nationalgefühls gegeben hat? Thank you very much, dear participants of such an honorable event. I would like to draw your attention back to the year 1948, to this city, when the mayor of Berlin, the city that had been blocked, speaking in front of the community, outspoken the words, "People of the world, take a look at this city." And now I would like to refer the same quotation to Ukraine. "People of the world, take a look to this country. The country that is torn apart between the war
and its determination to succeed. I want you, while we are speaking here about the historical backgrounds of the conflict, I want you to understand properly the current situation, because to the extent how we understand the situation today, it will impact not only Ukrainian-Russian relationships in future, it will impact the whole legal and political order in Europe and in the whole world. Speaking about the war, first of all, I think that it is crucial time, it's a very hot time for us to understand and to give the proper meaning to the words that we are using and to stop hiding to calling the things how they are. There is no conflict on the east of Ukraine. There is no Ukrainian crisis. This is the war. They're against Ukrainian people, the war against civilized world and civilized values that does happening on the eastern territory of Ukraine. Secondly, because there are a lot of discussions here regarding the ceasefire and everything that is related to the Minsk. There is no ceasefire. The war is going on, and it's going on every day. And this is because Putin actually is not going to fulfill any commitments. And frankly speaking, and I think most of you understand this, he doesn't care to what extent other parties will commit their commitments, will fulfill their commitments. If you ask yourself and answer this question honestly, well, do you really believe that the continuation of the war or continuation of the military action will somehow depend of whether physically some weapon would be removed, some election will be taken? Do you really believe in this? I don't think that any of you would commit to this. And finally, considering this, we have to face the reality. And we have to widen our mind and look for smart solutions of this problem. Additional, alternative, but we have to be open-minded. We have to stop hiding from the reality of this problem. Now, the second that important that we have to speak about. This is the success of so-called reforms. Because probably everyone is now referring to Ukraine as and asking the question whether Ukraine is successful in its reforms. But when we speak about the reforms, very often we think about something of big scale, you know, very visible, impressive, and smashing. However, reform, if you consider it more deep, in more deep way, reform is something that provides real value added to the quality of life and the quality of state institutions. And considering this, I just want to refer to a few things that have been done. They were almost not visible here. Those were the, for example, the anti-monopoly laws, three major so-called anti-oligarchy laws that broken the monopoly over the oil market, gas market, and solar energy market. And even though they were anti-oligarchy, it was not about fighting against the oligarchs. It was about bringing the monies back to the public, to the state budgets, and use them to improve the quality of life of Ukrainians. The second example that also refers to the improving the quality of state institutions. This is the fight against the for the reform of the prosecution.
This is almost not visible, but this was very important to improve the quality of work of the prosecutor in general and actually finally move it from the Soviet-style prosecution to the prosecution of the European manner. Therefore, I just want you to understand that we realize the challenges, and the challenges are accepted. And we need your support, but we need your support with open mind and honesty towards the problem. Thank you. Hey. Das hat zwar meine Frage nicht beantwortet, war aber trotzdem sehr interessant. Vielen Dank. Herr Botschafter, vielleicht kann ich die Frage gleich an Sie weitergeben oder indirekt weitergeben. Hat der Beschluss des EU-Gipfels der Ukraine keine konkrete Beitrittsperspektive zu geben? Welche Auswirkungen hat das auf die Reformmotivation in der Ukraine? Danke für diese Frage. In der Tat, die Motivation bleibt ungebrochen. Natürlich haben viele sich gewünscht, gerade viele Ukrainer, die auf dem Maidan standen, dass auch von Seiten unserer europäischen Partner kühne politische Lösungen und Vorschläge gemacht würden. Wir sind leider noch nicht so weit, aber die Hausaufgabe muss in jedem Fall gemacht werden. Wir sprechen nicht über einen Antrag auf die Mitgliedschaft, aber wir sprechen darüber, dass wir bereit sind, bis zum Jahre 2020 die Voraussetzungen zu schaffen, damit dieser Antrag, der jeden Tag formell gesehen gestellt werden könnte, auch erfolgbringend wäre. Und deswegen die Bemühungen auch der Regierung und nicht nur der Regierung, aber von Seiten der Zivilgesellschaft, die erwacht ist, die voll dahinter steht. Auch wenn es die Menschen sind ungeduldig, das stimmt, aber die Hausaufgaben sind auch klar. Korruptionsbekämpfung, Deregulierung, Demonopolisierung, all diese Themen, die müssen ernsthaft angepackt werden, und wir sind der Hoffnung, dass auch die Fortschritte, die tagtäglich gezeigt werden, dass sie auch entsprechende Anerkennung hier in Europa, in Deutschland finden werden. Ist denn die fortwährende Anmahnung, die gerade auch von deutscher Seite kommt, das Reformtempo zu erhöhen, die Reformanstrengungen zu intensivieren, wird das von Ihnen eher als ein Ansporn, als einen hilfreich empfunden oder im Gegenteil auch in gewisser Weise auch als eine Anmaßung angesichts der Schwierigkeiten, mit denen Sie zu kämpfen haben, und vielleicht sogar indirekt als eine Art Rechtfertigung, vielleicht irgendwann dann zu sagen, naja, wenn ihr das Tempo nicht halten könnt, dann nehmen wir unsere Unterstützung zurück. Sie haben vollkommen recht. Also die Erwartungen sowohl in der Ukraine und in erster Linie in der Ukraine, aber auch hier in Europa sind sehr groß. Und wir sind dessen völlig bewusst. Wir empfinden diesen freundlichen Druck als Ansporn in erster Linie, aber wir müssen auch gleichzeitig sagen, die Reformen sind unterwegs, aber um diese Reformen durchzuführen, braucht man auch Unterstützung und nicht nur eine moralische, die wir auch heute in diesem Saal spüren, aber auch Unterstützung und auch nicht unbedingt eine finanzielle Unterstützung, sondern auch die Unterstützung dabei, damit man die Strukturen, die Institutionen im Lande stärkt. Denn es kommt darauf an, dass all die Mammutsaufgaben, die wir vor uns sehen, kaum zu bewältigen sind, wenn wir die funktionierende Strukturen in der Regierung haben. Und diese freiwillige Bewegung, die entstanden ist, die ist auch darauf zurückzuführen, dass da, wo der Staat nicht imstande war, zu liefern, beginnend mit der Armee, man musste freiwillige Bataillone
schaffen, die auch gegen die Aggression Stellung gehalten haben und bis hin zur Behandlung von verwundeten Soldaten und zur Pflege um die Binnenflüchtlinge, die wir haben. Deswegen, wir hoffen, dass wir würden uns auch wünschen, dass dieser Ansporn immer dabei ist. Aber gleichzeitig hoffen wir, dass neben diesem Appell und diesen Aufrufen, die wir jeden Tag hören, und die sind hilfreich, das muss man schon sagen, aber dass man auch gleichzeitig diese Bedürfnisse erkennt und gezielt tailor-made uns hilft, diese Herausforderungen zu meistern. Ist die Situation in der Ostukraine wieder sehr brisant. Man kann eigentlich stündlich mit einer Offensive rechnen der russischen Hybridarmee. Möglicherweise hat sie sogar schon begonnen. Wie ist Ihre Einschätzung, wie groß sind Ihre Befürchtungen und was bedeutet das für das Minsker Abkommen? Diese Gefahr ist allgegenwärtig, ja, und das ist das, was auch die russische Staatsführung braucht, alle zu verunsichern, die Ukrainer, die Europäer, die Deutschen, alle reden darüber, was als nächstes kommt, ja, und das ist auch das Perfide, ja, an dieser Strategie. Man kann nichts ausschließen, deswegen bereiten wir uns auf alles vor. Die Armee, die Strukturen müssen gestärkt werden. Und gleichzeitig sind wir natürlich bereit, diese Verpflichtungen, die wir auf uns genommen haben, laut den Minsker Abkommen, ehrenhaft zu erfüllen. Auch wenn das nicht leicht war und bleibt. Das war ein Kompromiss, ein sehr schmerzhafter Kompromiss, aber dieser Kompromiss war notwendig. Und auch wenn viele Minsk II für tot erklären würden, dass auch wenn die Chancen wirklich gering erscheinen mögen, es ist trotzdem notwendig und wir haben auch wir müssen alles Mögliche tun, damit diese Chance, die entstanden ist, auch mit Hilfe der deutschen Partner, der Bundeskanzlerin persönlich, des Bundesaußenministers, wir müssen diese Chance nutzen, auch wenn die Aussichten, wie gesagt, sehr gering ist. Der Schlüssel für die Lösung liegt auf jeden Fall nicht in Kiew, auch in Kiew, aber vorrangig liegt dieser Schlüssel auch nicht in Donetsk, sondern in Moskau. Und deswegen diese Haltung der G7, diese Haltung auch der Bundesregierung, dass man den Druck nicht nachlassen darf und womöglich auch verstärken muss, damit die Seite, die an diesem Kriege, also maßgebend involviert ist, ich meine dann die Russen, dass die auch tatsächlich ernst meinen mit der Erfüllung eigener Verpflichtungen laut Minsk. Ja, vielen Dank. Der Herr Botschafter hat vorbildlich auch jetzt vorexerziert, wie wir es handhaben wollen, nämlich kurze, knappe, präzise Antworten. Vielen Dank und das bitte ich alle Teilnehmer, sich wegen der Kürze der Zeit zum Vorbild zu nehmen. Herr Wellmann, wenn wir es jetzt ganz offensichtlich mit der Gefahr oder bereits schon zu erkennen Absicht zu tun haben, die Konfrontation, die Aggression in der Ukraine fortzusetzen, was haben wir in der Hinterhand, wenn das Minsker Abkommen scheitern sollte? Was wäre dann noch unsere Antwort? Reichen dann wirklich weitere Sanktionen, wie sie ja auch auf dem G7-Gipfel jetzt wieder eventuell in Aussicht gestellt wurden? Oder der Herr Botschafter sprach von der Stärkung der ukrainischen Armee, müssen wir nicht auch auf anderen Feldern deutlicher Flagge zeigen? Also zunächst mal ist Minsk ja das, was wir haben. Und die Vereinbarungen haben drei Seiten unterschrieben. Und wir müssen auch die Regierung in Kiew auffordern, ihren Teil einzuhalten, was bisher nicht in vollem Umfang passiert. Gefangenenaustausch zum Beispiel ist blockiert. Wir brauchen ein Gesetz über den Sonderstatus des Gebiets, so ist es in Minsk vereinbart, ein Gesetz über die Wahlen, die dort stattfinden und verschiedenes andere mehr.
Bevor wir über weitere Aggressionen und Krieg reden, den wir um jeden Preis verhindern müssen, wollen wir erstmal, die Russen waren ja beteiligt, das war die Initiative der Kanzlerin, Minsk zum Erfolg verhelfen. Wir werden, das sage ich hier auch noch mal, jedenfalls für die Regierungsfraktion, alles tun, um der Ukraine auf dem europäischen Weg zu helfen. Wir haben Griechenland geholfen mit 240 Milliarden bisher. Griechenland ist, glaube ich, fünfmal so klein. Die Ukraine ist fünfmal so groß wie Griechenland oder sogar mehr. Aber wir müssen auch jedes Idyll eines Waldspazierganges von uns weisen. Das wird ein ganz schwerer Prozess. Und es wird, die Ukraine braucht Geld, die Ukraine braucht so etwas wie einen Marshallplan. Die Europäische Entwicklungsbank hat mal geschätzt, so bei 120 Milliarden Euro fängt das an, um die Infrastruktur und die Industrie wieder aufzubauen. Das, was wir jetzt sehen, diese IWF-Mittel, sind ja bloß Notmittel, damit der Haushalt stabilisiert werden kann, damit die Leute nicht verhungern oder erfrieren. Aber die Ukraine braucht einen großen Marshallplan und den wird es nur mit sehr strenger Konditionalität geben. Ähnlich wie in Griechenland. Es wird nicht funktionieren, dass wir sagen, wir brauchen erst Geld und dann kommen irgendwie Reformen. Das machen die europäischen Steuerzahler nicht mit. Dabei werden wir die Ukraine mit allen Kräften unterstützen. Da müssen wir auch mehr tun als bisher. Da werden wir auch sehr viele, da werden wir alle, ich sage das mal etwas ironisch, pensionierten Finanzamtsvorsteher, Landräte, Oberstadtdirektoren, Bürgermeister einsammeln in Deutschland, in Polen und in anderen europäischen Ländern und sie in die Ukraine schicken und sagen, geht hin und helft in den Kommunalverwaltungen, beim Aufbau der Finanzverwaltung und so weiter. Aber die entscheidenden Hausaufgaben müssen in der Ukraine gemacht werden. Wir brauchen eine neue Verfassung. Es wird nicht reichen, eine Teilreform zu machen, hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern wir brauchen eine fundamentale Transformation in ein Modell nach europäischem Vorbild. Ob das das polnische ist, das deutsche, das dänische, das schwedische, das holländische ist, spielt weniger eine Rolle. Aber wir brauchen das ohne Kompromisse. Und erst dann wird diese substanzielle Hilfe fließen können. Man hört so ein bisschen heraus, dass sich das Gewicht jetzt sozusagen da zur Verantwortung der Ukraine verschiebt. Aber ist denn das Minsker Abkommen in sich eigentlich schlüssig? Können Sie denn wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass Putin bereit ist, freie Wahlen in den von ihm besetzten Gebieten zu den Bedingungen der ukrainischen der Gesetzlichkeit ernsthaft zuzulassen? Können Sie denn wirklich glauben, dass er bereit ist, die russische Grenze kontrollieren zu lassen? Ist es nicht so, dass das Minsker Abkommen vielfach auf falschen Voraussetzungen aufbaut, dass sozusagen von der Hypothese ausgeht, Putin sei guten Willens? Und weil es dann verlagert sich jetzt, wenn es nicht funktioniert, verlagert sich die Kritik unmerklich darauf, dass die Ukrainer schuld sind. Nein, auf keinen Fall. Ich meine, das Erste, was gemacht werden muss, ich glaube, Professor Schlögel hat es auch gesagt, das Töten und Morden in der Ostukraine muss aufhören. Ich glaube, es sind, Herr Botschafter, inzwischen 7.000 oder 8.000 zivile Tote im Land, mal abgesehen von Soldaten. Das ist eine entsetzlich hohe Zahl. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht. Bevor das nicht aufhört, können Sie doch an den Aufbau nicht gehen. Ich darf sagen, oder ich habe den Eindruck, dass auch bei unseren Politikern, insbesondere bei der Kanzlerin, das Vertrauen in die Redlichkeit russischer Staatsführer relativ begrenzt ist inzwischen nach den letzten 14, 15 Monaten. Nach dem, was uns gesagt wurde, es hieß ja, keine Ahnung, was das für grüne Männchen auf der Krim sind. Das sind alles, und in der Ostukraine sind das also aufgebrachte Bergarbeiter und Traktorfahrer, die sich gegen die faschistische Invasion aus Kiew wenden. Ich meine, das kann man kaum noch Schulkindern erzählen, die das glauben. Es hilft aber nichts, wir müssen ja versuchen, Vereinbarungen zu treffen. Vereinbarungen, die das Morden und Töten beenden, Vereinbarungen, die versuchen, ein unabhängiges Monitoring durch die OSZE einzurichten, damit wir endlich mal feststellen, wer eigentlich auf wen schießt. Und das waren leider nicht ausschließlich die Russen, auch auf ukrainischer Seite waren ja nationalistische Bataillone unterwegs, die munter mitgemacht haben. Und dass wir versuchen, das Militärische zu entflechten und die, die,
die militärische Aggression zu beenden. Und dann gibt es weitere Schritte. Das ist alles vereinbart. Lasst uns doch erst mal versuchen, das umzusetzen. Und es hieß, erst muss eine ukrainische Verfassung, die auch die Rechte der Regionen stärkt, installiert werden. Dann kann die Ukraine wieder die Souveränität über die Grenze bekommen und eigene Grenzorgane installieren, die die Grenze zu Russland überwachen. Und wir müssen alle Parteien auffordern, dieses jetzt umzusetzen. Eine andere Alternative sehe ich nicht. Wenn die Russen sich daran nicht halten, dann wird es, das glaube ich auch sicher, weitere Sanktionen geben. So ist das in Elmau gerade beschlossen worden. Herr Reitschuster, glauben Sie, dass die Sanktionen oder auch weitere Sanktionen etwas bewirken können, dass die ausreichen, um Putin zu einer grundsätzlichen Politikänderung zu bewegen? Oder was wäre denn eigentlich zu erwarten von einer Politikänderung? Was wäre gewissermaßen ein Ausweg für Russland? Wie viel Einfluss darf man ihm, dürfte man ihm eigentlich gewähren in der Ukraine, um zu einer friedlichen Konfliktlösung zu kommen? Erstmal eine ganz kurze Replik zu Ihnen, Herr Wellmann. Sie haben gesagt, das glaubt kein Schulkind mehr, was Putin sagt. Schulkinder vielleicht nicht, aber Ex-Bundeskanzler teilweise offenbar doch. Oder oder zumindest tun sie so, diese Ex-Bundeskanzler, warum auch immer, oder einer ganz konkret. Aber um auf Ihre Ex-Ministerpräsidenten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, der große Fehler war bei der ganzen Sanktionspolitik, dass man anfangs, als das Ganze losging, im Gegenteil viel zu wenig gemacht hat. Die ersten Sanktionen nach der Besetzung der Krim, die waren in meinen Augen eher eine Ermutigung für Putin, denn ein Warnschuss. Und was mir meine Quellen im Kreml sagten, die waren ganz überrascht. Die sagten ja, also, dass wir so billig so viel Land gewinnen können, das ist ja wirklich erstaunlich. Und die Botschaft, die ankam, ich sage es jetzt etwas überspitzt, macht das so schnell wie möglich, so viel wie möglich, solange hier im Westen solche, in Anführungszeichen, so sagte man, das Weicheier sitzen und solange nicht unternommen wird. Das war damals die Reaktion. Das hat sich. Ich finde es ganz schrecklich, dass zuerst diese Tragödie mit dem malaysischen Flugzeug stattfinden musste, bevor sich hier etwas geändert hat in diesem Denken, bevor man mit den Sanktionen etwas weiter ging. Aber auch da ist es heute noch so, dass diese Sanktionen in meinen Augen viel zu wenig greifen und das, woran die russische Bevölkerung heute wirklich leidet, das sind die Gegensanktionen von Putin, weil die zu höheren Lebensmittelpreisen führen. Und bei den EU-Sanktionen, da haben mir schon EU-Politiker gesagt, dass der wichtigste Maßstab war bei der Auswahl der Sanktionen, dass sie nicht wehtun. Und ich denke, die jetzigen Sanktionen, die wir haben, die sind keine klare Botschaft, dass man einen hohen Preis bezahlt für das, was passiert. Sie sind allerdings schon mehr, als Putin nach der Krim, nach diesen langsamen Reaktionen erwartete. Bei den Sanktionen müssten wir weitergehen. Die Sollbruchstelle im System Putin, das ist die Elite. Diese Leute sind unzufrieden mit dem, was Putin macht. Und hier könnte man einen Keil noch mehr hineintreiben. Man könnte zum Beispiel diese Visa-Sperrlisten erweitern und zum Beispiel im Gegenzug für die einfachen Russen Visa-Erleichterungen oder sogar Visa-Freiheit durchsetzen. Wäre ein schönes Symbol. Die Russen sind uns willkommen, aber nicht diese Führung. Die sollen doch in Nordkorea Urlaub machen oder im Iran, wenn Sie ständig auf Gay-Europa schimpfen, auf diese Diktatur der Homosexualität bei uns, wie Sie das nennen, und auf andere abstruse Zerrbilder des Westens, die entworfen werden, dann braucht man doch nicht immer in diesem Westen sein. Das ist das Erste. Das Zweite fände ich ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge beim Namen nennt. Sie haben es ja wunderbar gemacht. Sie haben gesagt, es ist ein nicht erklärter Krieg. Wir sprechen immer noch von Krise. Weil das Wort Krieg viel zu dramatisch wäre, dann müsste man ja etwas tun. Wir sprechen immer noch von Rebellen, obwohl es ziemlich eindeutig ist, dass da ganz maßgeblich die russischen Kräfte integriert sind. Diese beiden Dinge
härtere Konsequenzen und die Dinge beim Namen nennen. Und das allerletzte, ganz kurz, ja, von Sie machen schon viel, viel mehr als früher, aber ich denke, Sie müssen auch viel Rücksicht nehmen auf den Koalitionspartner. Und wenn ich mir die Außenpolitik von Herrn Steinmeier anschaue, ich hatte gerade ein Treffen mit einem sehr hochrangigen polnischen Politiker und der war schlichtweg entsetzt über das, was er hörte vom deutschen Außenminister und was ich höre aus Diplomatenkreisen, dass sich Lavrov zum Teil lustig macht in den Verhandlungen über Steinmeier und Steinmeier dann nur so lächelt und so tue, als ob er es nicht verstünde. Und das ist eine Botschaft in Moskau, die dort fatal ankommt in meinen Augen. Inwieweit Putin Einfluss nehmen kann, ich denke, er hat sich selber in eine Sackgasse manövriert und aus verschiedenen Gründen will ich nicht ausführen, kann er eigentlich nicht zurück und ist es extrem schwierig für ihn, eine gesichtswahrende Lösung zu finden. Jetzt habe ich es noch auf die Reihe gebracht. Danke. Wir haben ja heute auch schon mehrfach das Mantra gehört, es gibt keine militärische Lösung. Nun ist ja klar, ich glaube niemand, der bei Sinnen ist, hat die Absicht, eigene Soldaten dahin zu schicken in den Krieg. Aber es gibt ja eben auch noch Zwischenschattierungen, eben eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Ist es so, dass nicht auch dieses ständig wiederholte Mantra, es gäbe keine in Moskau eigentlich wie eine Art Freifahrtschein verstanden wird, dass, ja, wenn die sowieso nichts tun, dann setzen wir auch notfalls noch die Sanktionen aus. Ja, das Problem ist eben, dass wir im Westen sagen, es gibt keine militärische Lösung und Putins Antwort ist doch. Weil er diese Lösung ja durchsetzt im Moment. Er hat ja eine militärische Lösung gefunden. Und ich denke, man kann zu Waffenlieferungen stehen, wie man will. Es gibt viele Argumente dafür, viele Argumente dagegen. Aber ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man in Verhandlungen reingeht und sich schon vor den Verhandlungen seines wichtigsten Druckmittels beraubt, indem man sagt, wir machen das nicht. Das ist in etwa so, wie wenn die Polizei zum Banküberfall ausrücken würde und dann mit dem Lautsprecher sagt, aber wir haben alle Waffen weggesperrt, wir werden euch nichts Böses tun, ihr Bankräuber, ihr braucht uns überhaupt nicht zu fürchten. Und da vermisse ich ein bisschen das Verhandlungsgeschick. Auch wenn man die nicht liefern möchte, braucht man das ja nicht vorher schon ganz laut kundtun. Tun wir auch nicht. Das war aber vor dem, das war also... Nein, das ist eine falsche Information, das tun wir nicht. Aber es gibt ausdrücklich der... Assoziierungsvertrag enthält eine Klausel der militärischen Zusammenarbeit, der Ausbildung, auch der Aufrüstung, der Ertüchtigung der ukrainischen Armee. Also so einfach ist es nicht. Es ist aber vorher mehrfach gesagt worden, dass man das nicht machen wird. Nein, wir haben gesagt, wir schicken keine Soldaten dahin. Soll denn die Bundeswehr oder die Marines jetzt die Krim besetzen? Auch polnische Journalisten, die mich anrufen, die sagen, ist das wie 1938, dass ihr Appeasement-Politik gegenüber Russland macht? Und die Gegenfrage ist, seid ihr denn bereit, dem in eurer Zeitung zu schreiben, dem polnischen Volk zu sagen, dass polnische junge Männer in den Krieg geschickt werden sollen? Es ist keine Alternative, das wäre keine verantwortungsvolle Politik. Dann müssen wir einen Faktencheck machen, weil nach meinen Informationen gab es diese Aussagen. Müssen wir einfach nachher dann nochmal überprüfen. Ja, und wer recht hat. Auch die, was jetzt Militärausbildung und Unterstützung betrifft, das überlässt Deutschland natürlich wohlweislich den USA, nein, den Briten und Kanada. Nein. Nicht? Okay. Dann steht Aussage gegen Aussage. Entschuldigung, das ist eine Assoziierungsvereinbarung mit der Europäischen Union und nicht mit den Amerikanern. Und deshalb wird die EU dafür sorgen, dass die ukrainischen Streitkräfte ertüchtigt werden. Bravo. Das ist fast eine Nachricht jetzt. Wir müssen ja gleich mal. Ich muss. Trotzdem, Herr Mitrokin, Sie kennen sich ja ein bisschen aus mit der nationalistischen Rechten in Russland. Wie stark ist eigentlich tatsächlich deren Einfluss jetzt auch auf die Regierungspolitik? Wie weit ist eigentlich Putin bereits befangen in diesem Nationalismus? Anders gesagt, hat er tatsächlich diese Ideologie adaptiert? Folgt er einer Ideologie oder benutzt er nur diese stärkeren aufkommenden nationalistischen Kräfte? Kann sie dann vielleicht auch möglicherweise gar nicht mehr kontrollieren? In 2010 Putin hat gesagt, ich bin russischer Nationalist, aber in die positive Meinung um diese Worte, ja. So,
Wir können gesehen, die komische Gemälde waren, die russische Macht adaptiert die Ideen, aber nicht echte adaptieren die Ideologen von der russischen Nationalistenbewegung. Wir haben die Russland viele Gruppen von russischen Nationalisten oder russischen Militaristen, besonders ehemalige Jagdtruppergruppen. Und diese Gruppen immer wollen etwas machen mit der Stadt. Und die lange Zeit, Stadt gab fast keine Finanzen für diese Gruppen und hat nicht besonderes Interesse für diese Gruppen. Aber für die letzten 3 Jahre, wir können gesehen, wie die ehemaligen Geheimdienstoffiziere, die sind die echte russische Regierung, vom seiner Position inzwischen die West und Ost, wann sie haben ihre Gelder in die West, ihre Hause und Familien in die West, sie wechseln ihre Taktik und ihre Strategie. Gleichzeitig, wir haben gesehen, etwas, sie sind sehr gleich zu dem normalen Faschisten-Diktatur. So, sie echt evakuierte seine Familien und Gelder vom West. Sie interessiert nicht mehr Paris. Natürlich, wenn die Visa wird offen, das ist gut. Aber heutzutage, die Position, Visa zum Paris geschlossen, egal. Wir wollen kriegen. Und wann, letztes Mal, ich war in Moskau im Mai, ich war schockiert von der russischen Fernsehen, echt. Ich habe nicht so oft das gesehen, aber die Diskurs dieser TV war stark reduziert von der Militärpropaganda in dem Deutsche Geist von 1937. Wie viele neue Tanken, neue Panzer kamen zur russischen Armee? Das ist die wichtige für diesen Monat. Das ist die wichtige Neuigkeit für die russische TV. Wie viel neue Komplekt für Uniform wird gemacht in den nächsten Monaten? Auch sehr wichtige Neuigkeit und große Sujet für die russische Fernsehen. Das ist Ideologie vom Krieg. Und die Krieg in die, soll machen in den nächsten Monaten. Und in meiner Meinung, wie ich verstehe, die russische Nationalisten, militärische Ideologie, sie wollen finden die starke Grenze inzwischen Russland und West. Ukraine, es gab keine Grenze. Die Grenze mit NATO-Ländern, das ist echte Grenze. So, die russische Panzer soll steht gegen die deutsche Panzer oder gegen die amerikanische Panzer. Das wär's. Inzwischen, das ist eine Grenzschutzpolizei. Es gab in Meinung für russische Militär, es gab keine Ukraine, keine Weißrussland, kein Baltikländer. Es gab nur die russische Panzer gegen die deutsche Panzer. Wo sind deutsche Panzer gleichzeitig? In Polen. Okay, Polen, das ist die Grenze mit Polen, das ist die echte Grenze. Und so von dieser Perspektive, ich sehe keine guten Neuigkeiten für den russisch-ukrainischen Konflikt. Die westliche Kalkulation ist ja, dass wenn der wirtschaftliche Druck auf Russland sich verstärkt, dass es dann, Sie haben es erwähnt, vielleicht gewisse Eliten sagen, das, so geht das jetzt nicht weiter, wir müssen hier eine andere Politik machen. Könnte es aber sein, dass das Gegenteil eintritt, dass, weil diese Ideologie so stark ist, die sagt, Wohlstand und so weiter, da pfeifen wir drauf, das ist Dekadenz, wir haben höhere Werte, dass sozusagen diese nationalistische Ideologie sozusagen so reagiert, dass je stärker der wirtschaftliche Niedergang ist, sogar der Nationalismus noch aggressiver wird. Ich sehe keinen echten ökonomischen Druck von dem Russland.
Zum Beispiel die deutsche Wirtschaft produziert die Technik für die russische Wirtschaft. Also, sie schicken die viele neue Technologien und so weiter. Es gab nur eine sehr grenz, sehr kleine Sanktionen von der russischen Meinung. Und wichtigste für russische Ökonomik, das ist die technische Beziehung mit deutschen und europäischen Wirtschaftssystemen. Und es gab keine Barriere heutzutage für diese Beziehungen. Und vor dem Moment, wann die deutsche Regierung oder die Europäische Union sagte, ja, wir stoppen alle technischen Beziehungen, Renovation für russische Wirtschaft, das wird die Russland viel, würde nicht fühlen oder verstehen, dass es Sanktion ist. Ja, nun ist ja sozusagen eine Folge des Krieges, Herr Vaskovic, auch eine ja, veritable, kann man sagen, humanitäre Katastrophe. 1,2 Millionen Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge in der Ukraine, schlimme Zustände im Donbass, Menschen, die teilweise in Kellern vegetieren müssen. Ist denn, schildern Sie uns doch vielleicht ganz kurz, wie schlimm die Situation tatsächlich ist und warum eigentlich, gut, wir hören ständig über die Flüchtlinge im Mittelmeer, auch da kleckern wir uns nicht mit Ruhm, aber man hört es zumindest immer. Aber die Sache in der Ukraine scheint eigentlich die Öffentlichkeit nicht so richtig zu interessieren. Woran liegt das? Ja, wir haben es wirklich in der Ukraine mit der größten humanitären Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Das hängt zum einen mit den Zahlen zusammen, das hängt zum anderen auch damit zusammen, wie die Menschen betroffen sind. Und in welchem Staat diese Katastrophe stattfindet. Der ukrainische Staat ist bankrott. Der ukrainische Staat hat nicht die Mittel, um den Menschen zu helfen. Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind richtig, aber sie sind eigentlich die offiziellen Zahlen. Wir haben 1,2 Millionen offiziell registrierte, 1,3 Millionen offiziell registrierte Binnenflüchtlinge. Wir haben 600.000 Flüchtlinge, die ins Ausland gegangen sind. Das sind die offiziellen Zahlen. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen, die reellen Zahlen weit höher sind und etwa bei 2 Millionen Binnenflüchtlingen liegen. Wir haben 6.000, 7.000, 8.000 Tote in diesem Krieg. Das sind die offiziellen Zahlen. Wir gehen davon aus, dass die Zahl um das Dreifache höher liegen dürfte. Wir haben 16.000 offiziell registrierte Verletzte aus diesem Krieg. Wir haben diese Zahl der Binnenflüchtlinge ist hochinteressant, denn wir sehen in der Ukraine kein großes Ansteigen der Obdachlosigkeit. Das hängt damit zusammen, dass diese Binnenflüchtlinge untergekommen sind durch die Solidarität ihrer Mitmenschen. Die Mitmenschen haben sie aufgenommen, haben ihnen geholfen, über den Winter zu kommen. Die Menschen sind untergekommen in Dörfern, in verlassenen Dörfern, in verlassenen Häusern in den Dörfern und konnten so durch überwintern, aber sie haben keine Perspektive. Um sich das Bild vorzustellen, was 1,3 Millionen Binnenflüchtlinge offiziell registrierte bedeuten, müsste man an eine Stadt wie Charkiw denken, die 1,4 Millionen Einwohner hat und in dieser Stadt sind 140.000 Binnenflüchtlinge registriert. Das bedeutet, in einer Stadt wie Charkiw ist ein Städtchen hinzugekommen mit Menschen, die nichts haben, die vollkommen von der Solidarität ihrer Mitmenschen leben müssen. Der Staat kann sie nicht finanzieren und die Hilfe, die aus dem Ausland kommen sollte, kommt nicht aus dem Ausland. Wir haben vom System der Vereinten Nationen wurde ermittelt, dass um diesen Menschen zu helfen, wären 316 Millionen Dollar notwendig. Die Summe ist gedeckt zu 25%. Alles andere trägt die ukrainische Gesellschaft selbst, die, wie ich gesagt habe, enorm solidarisch ist, aber die heute am Rand ihrer Möglichkeiten ist. Was wir als weiteres Problem haben, und das ist ein politisches Problem, wo die Hilfe möglicherweise sich, wo die Situation möglicherweise auch für die Westeuropäer, auch für die Staaten der Europäischen Union sichtbar wird. Auf den Sitzungen des Systems der Vereinten Nationen, die mit der Katastrophe zu tun haben, wird diskutiert über die mögliche Offensive seitens Russlands und über die Möglichkeit, dass die Kontaktlinie sich dadurch verschieben könnte und das Gefechte auf das heute von der ukrainischen Regierung kontrollierte Gebiet kommt.
Wenn die Kontaktlinie, so ist die Überlegung, wenn die Kontaktlinie sich um 15 Kilometer nach Westen verschiebt, dann könnten die Flüchtlinge, die sich um Donetsk, um das Donbass herum, in die Gebiete um das Donbass herum geflohen sind, würden sich in Bewegung setzen. Und man geht davon aus, dass etwa 1 Million Menschen sich in Bewegung setzen könnten. Und das ist dann nicht die Flucht, die nach und nach geschehen ist aus dem Donbass. Das sind Menschen, die heute schon mit Plastiktüten sofort losziehen würden. Und man spricht in der Ukraine davon, dass sie wahrscheinlich nicht Halt machen würden an der ukrainischen Grenze. Dass sie, um ihre Perspektiven zu finden, auch weitergehen würden außerhalb der ukrainischen Grenze. Und das sind eigentlich jetzt die Folgen des Krieges. Wir sprechen immer von der militärischen Lösung oder ob eine militärische Lösung möglich ist. Wir gehen davon aus in der Ukraine, dass die militärische Lösung schon da ist. Wir haben die Ukrainer kämpfen in der Ukraine und verteidigen ihr Territorium. Und hier wird muss eine andere Frage aufgeworfen werden. Was ist eine militärische Lösung? Ist das etwas, wo die Menschen sagen, okay, jetzt wollen wir auf Aggressivität mit Aggressivität antworten? Oder ist es die Verteidigung der Freiheit? Das ukrainische Volk kämpft heute für seine Freiheit, für die Unverletzbarkeit seiner Grenzen. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was wir auch von außen her sehen müssten. Und dann kommt nämlich die nächste Frage. Was will die russische Seite? Gibt es etwas, was verhandelt werden kann? Heute in den historischen Rückblicken, in der historischen Analyse, wurde viel davon gesprochen über die russischsprachige Bevölkerung der Ostukraine. Russland verlangt, dass die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung gewahrt werden in der Ostukraine. Sie verlangt eine Föderalisierung der Ukraine, damit diese Rechte stärker gewahrt werden können. Jetzt überlegen wir doch mal. Wir wissen alle, dass in der Ostukraine die Menschen hauptsächlich überwiegend Russisch sprechen. Aber wir könnten uns etwas vorstellen, dass die Ukraine ein Gesetz annimmt, das die russische Sprache zur zweiten Staatssprache macht oder gar zur ersten Staatssprache. Ja, gehen wir davon aus, dass danach der Konflikt zu Ende ist? Die zweite Frage. Russland möchte eine Föderalisierung der Ukraine, um die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung zu wahren. Nehmen wir an, die Ukraine geht darauf ein und deklariert die Ukraine, bildet die Ukraine eine ukrainische Verfassung als föderativen Staat. Wäre damit der Konflikt zu Ende? Sind das Sachen, die verhandelt werden können? Wir haben kein Thema in den russisch-ukrainischen Verhandlungen, das darauf andeutet, dass wenn es erreicht werden würde, dass man hier eine Einigung findet, dass damit der Konflikt zu Ende geht. Denn wir haben es nicht zu tun mit Rechten der russischsprachigen Bevölkerung. Wir haben es mit ganz anderen Ideen zu tun. Und das ist das Wesentliche, was wir in den Köpfen behalten müssen, wenn wir die Sache analysieren und wenn wir Lösungsvorschläge ausarbeiten wollen. Und dass sich das alles auf die Lage der Menschen auswirkt, das sehen wir in der Ukraine. Und jetzt ein letzter Punkt meinerseits. Das ist die absolut katastrophale Situation der Menschen, die zurückgeblieben sind, die nicht fliehen konnten. Das sind hauptsächlich alte Menschen, die Hilfe brauchen. In der Zwischenzeit wissen wir, dass der größte Teil des Pflegepersonals aus diesen Gebieten geflohen sind, dass Ärzte aus diesen Gebieten geflohen sind, dass es in Donetsk keine Zahnärzte mehr gibt. Das heißt, wenn Menschen Probleme mit den Zähnen haben, sind sie aufgeschmissen. Und dass Menschen zurückgeblieben sind in ihren Wohnungen ohne jegliche Hilfe. Und wir befürchten, wenn wir Zugang zu diesen Menschen bekommen, wenn wir Zugang zu diesen Gebieten bekommen, werden wir Türen von Wohnungen öffnen und die Toten heraustragen, die dort ohne Hilfe umgekommen sind. Und die Zugangswege heute sind wieder versperrt. Und in den letzten Tagen erzählen mir meine Mitarbeiter, dass keine Organisation mehr dahin fahren kann, aufgrund der Beschüsse, aufgrund dass die Checkpoints geschlossen sind und die Menschen keine Hilfe bekommen können. Vielleicht daran anschließend nochmal. An Herrn Reitschuster, aber auch an Herrn Wellmann. Bedeutet das nicht, dass wir implizit eigentlich schon akzeptiert haben, dass Russland mitreden kann, sozusagen dabei, wie der ukrainische Staat strukturiert werden soll? Ich denke, da muss man sich nochmal diese Schizophrenie, anders kann ich es leider wirklich nicht nennen, vergegenwärtigen.
dass auf der einen Seite Putin bei jeder Gelegenheit betont, man hat damit nichts zu tun, das sind gar keine russischen Truppen dort, das ist eine rein innerrussische Angelegenheit, aber dass man auf der anderen Seite dann kaum verdeckt mitreden will, wie die Ukraine aufgebaut werden soll, was die Ukraine intern zu tun haben und wie wollen sie hier diese Verhandlungen führen. Natürlich, man muss sie führen, aber die andere Seite hat auf der einen Seite Forderungen und wenn man dann Gegenforderungen erhebt, dann zieht sie sich zurück und sagt, ja, wir haben ja gar nichts zu tun mit diesen Leuten, die da dort sind. Und ich denke, Gott sei Dank, ich glaube, da ist unsere Kanzlerin ein Glücksfall, weil sie diese Mentalität versteht aufgrund ihrer Biografie. Und ich denke, sie macht das sehr, sehr geschickt. Und es wäre ein Gau, wenn wir jetzt jemanden wie unseren Altbundeskanzler in der Regierungsverantwortung wenn wir jemanden in der Regierungsverantwortung hätten. Und darum ist die Gespräche, dazu gibt es überhaupt keine Alternative. Aber man muss eben immer wieder auf diese Widersprüche hinweisen und man muss sich klar sein, dass man länger gültige Verhandlungen einfach nicht aushandeln kann, weil die Gegenseite ständig falsch spielt. Und Gott sei Dank haben wir da jemanden, der das durchschaut in der Regierungsspitze im Moment. I would like to interfere a bit and to react on the, some statement that were announced here regarding the... But short, please. Yes, please, yes. Very short. Yeah, I know. First of all, there was a reference that Ukraine doesn't want to exchange prisoners. That is not true at all. Ukraine is very much interested to bring back all people that are now imprisoned wherever in Donbass or in Russia, and you know this because you know how much efforts Ukrainian politicians, volunteers, lawyers, civil society, whoever put to bring every person, and they, on the level of the state, there is the absolutely unanimous agreement and a unanimous commitment to bring all and to exchange all to all. There is also the statement that I think it is not true, and I was trying to address it, that money first and then the reform. That is not true. We are working, and I represent here the political force, the party, that is working very hard to do the reforms, and not, first of all, not to get money, but to save the state and to protect Ukrainian people. This is not for the sake of to please someone and to be good in front of someone, but this is for the sake of Ukrainian people. And there was very good reference to the rights of Russian-speaking population, and I would like to draw your attention that there are no rights of population. Population, this is the geographical notion. There are rights of a person, of a citizen, of a nation, and those are natural rights. But population has no rights. We respect the rights of Russians as the human beings. We respect the rights of Russians as national minorities living in Ukraine. We respect even rights of Russians as a nation. But there are no rights of any speaking population. And with this, I would leave so far. Herr Wellmann und vielleicht auch Sie noch ganz kurz, wirklich sozusagen im gerafften Tempo, sehr schwierig, aber eigentlich auf die Widerstände eingehen, die sich der ukrainischen Reformpolitik entgegenstellen. Stichwort oligarchische Strukturen, postsowjetische Strukturen in der politischen Kultur. Wie groß sind diese Widerstände und wie sehr ist die Ukraine auf dem Weg, sie zu überwinden? Sie können auch gerne nochmal. Ja. It is true that we got rid from Soviet-style economy and we jumped into the oligarch-style economy. And we were in this economy and we are still out there. And we just started to recover. And the pressure and resistance is enormous. But we are determined, and again, for the sake of the survival of this country.
And in this case, we are using all means that we have. Those are legislation, even though it is sometimes it is very difficult to pass the laws that I was mentioning, those anti-oligarch laws. You cannot imagine, for one law that was one sentence long, it took us 4 months to lobby for this and to pass it. And there were threats, direct threats from one of the five most influential person in Ukraine, you know? And there were different kind of negotiations. And we used also other means, the means of negotiation and means of convincing. Even though they are not heard now, but we are trying to communicate to those people, to the oligarchs, directly and indirectly, that the time has been changed. And that it is time to admit that they should become the part of the economy. They should become big businesses, but not unique businesses and privileged businesses. Just big businesses as all other businesses in Ukraine. And with regard to the reform, one more sentence regarding the Constitution, because I missed it. Regarding the Constitution and the demands and the Constitution, the reference that the Constitution should be before the control over the border. You have to understand the amendments of the Constitution. This is the sovereign right of the nation. And this is only for Ukrainian people and for Ukrainian parliament to decide what kind of constitution we can adopt and what kind of shape of the state we will have. And of course, we understand all the shortfalls of Ukrainian constitution and all challenges we have. But there is no any possibility that the constitution will be amended under the threat of heavy weapon. This is impossible. Thank you. Ja, ich würde gerne auch im Sinne eines Abschlusswortes sagen, wir sollten bei aller Emotionalität uns nicht hier in falsche Konflikte hineinreden. Es ist überhaupt kein Zweifel, ich habe das im letzten Jahr bestimmt 10-mal öffentlich gesagt, Russland führt Krieg gegen die Ukraine, indem es erstens die Krim militärisch besetzt hat und annektiert hat und zweitens wäre ein Konflikt im Osten der Ukraine ohne russische Logistik, Waffen, Munition, Intelligence gar nicht möglich. Und Soldaten und reguläre Soldaten, die ja immer mit ihrem Panzer auf Urlaub fahren dürfen in Russland erstaunlicherweise. Seitdem ich das öffentlich mehrfach gesagt habe, hat mich der russische Botschafter in Berlin von seiner Einladungsliste gestrichen. Da bin ich relativ stolz drauf. Das Zweite ist, ich habe vorhin gesagt, und das ist auch Position der EU und der Bundesregierung, die Ukraine muss, dazu hat sie sich auch verpflichtet in den Assoziierungsverträgen, ein System nach europäischem Vorbild einführen. Und zwar in allen Bereichen, in der Verfassung, was die Gewaltenteilung angeht, in der Justiz, im Bankensystem, im Finanzsystem und so weiter. Dieses bedeutet automatisch, dass das System der Oligarchen abgeschafft wird. Ich finde das sehr klug, was Frau Siroyd gesagt hat. Die sollen, wenn sie keiner Verbrechen schuldig sind, das machen, was sie können. Sie sollen ihre Werke betreiben, sie sollen Arbeitsplätze schaffen. Die haben ja Hunderttausende von Arbeitsplätzen und sollen sich darauf konzentrieren. Sie dürfen aber keine Macht, Oligarch heißt ja Machtausübung, keine Macht im Staat ausüben. Das ist selbstverständlich, das wird nicht über Nacht gehen, aber das ist ein Prozess, der völlig unumgänglich ist. Sonst wird es auch keine dauerhafte, vor allem finanzielle Unterstützung der westlichen Staatengemeinschaft geben können. Trotzdem, es wird ja gerade an Ihnen kritisiert von mancher Seite, dass Sie durchaus mit einem Oligarchen zusammenarbeiten, nämlich dem Oligarchen Firtasch. Wie passt das zusammen? Ist es vielleicht doch nicht so, dass man die auch irgendwie, oder ist das Ihre Position, dass man die auch irgendwie einbinden muss? Also, Sie sind da ein bisschen falsch informiert. Ich arbeite nicht zusammen mit irgendeinem Oligarchen, sondern ich habe genau das verfolgt, was meine Nachbarin zur Linken gesagt hat. Man muss versuchen, möglichst viel PS auf die Straße zu kriegen und die großen Geschäftsleute. Ich sage mal, Achmetow beschäftigt so um 350.000 Menschen in der Ukraine.
oder hat sie jedenfalls beschäftigt, sofern seine Werke jetzt nicht zerstört sind. Die anderen auch in entsprechender Größenordnung. Und die Politik der Ukraine ist, ich darf auch mal sagen, der Staatspräsident, Herr Herzinger, ist auch einer von denen, ist einer der reichsten Leute in der Ukraine, die sich jetzt als Präsident zur Verfügung stellen und sagen, ich will damit helfen, meinem Volk auf den europäischen Weg zu bringen. Und das ist in Ordnung. Und wenn Sie jetzt nach Maßstäben der deutschen Strafprozessordnung hingehen und sagen, wer hat seit 1990 im Staat und in Gesellschaft mal was Falsches gemacht, da kommen wir ins Endlose, da kann ich nur vorwarnen. Und sofern diese Menschen keine Verbrechen begangen haben, sie können mit denen, die 100 Leute auf den Maidan totgeschossen haben, da gibt es keine Verhandlungen, die müssen vor Gericht und ins Gefängnis anschließen. Aber die aus der Wirtschaft müssen sie versuchen zu integrieren, sofern das möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, müssen sie dazu gezwungen werden. Jedenfalls Machtausübung kommt für diese Leute nicht mehr in Betracht. Also ich spielte nur an oder nahm Bezug auf diese Agentur für die Modernisierung der Ukraine, die Herr Firtasch offenbar gegründet hat. Und nein, falsch, der hat er nicht gegründet. Okay. Wie kommen Sie darauf? Ich informiere Sie. Ich habe es der Presse entnommen. Ja, Herr Herzinger, Sie dürfen nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, aber ich lade Sie ein, ich informiere Sie gerne umfassend über das, was Sie wir da gehören dem jedenfalls nicht in Wien tun. Okay, gut. So, Herr Reitschuster hat 30 Sekunden, 29 Sekunden, eine Bemerkung. Wie läuft? Ganz kurze Replik, weil von russischer Seite wird ja immer wieder als Argument gebracht, man müsse die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung schützen. Und da möchte ich nach 16 Jahren, die ich Russland und die Ukraine sehr gut kenne, sagen, dass die Rechte, die Menschenrechte der russischsprachigen Bevölkerung sicher in Russland um ein Vielfaches mehr verletzt werden und in Gefahr sind als in der Ukraine. Und das sollte man sich immer... Das war vorbildlich, es war viel weniger sein. Es ist genauso, wie es nirgendwo so viele Rechte für arabische Bürger gibt wie in Israel. Ne? Und dazu, viele Leute in der Ostukraine, ich war im April in Charkow, Dnipropetrovsk und Odessa, verstehen nicht, was es in Europa ist. Sie haben nie einige Ausländer gesehen. Sie hat keine Information über die Möglichkeiten, die Europa da geben. Und die Beispiele, die hat gesehen, wie europäische Beispiele, dass es gab keine reale europäische Ideen oder so. Und ich glaube, die Möglichkeit, das Ziel für die Europäische Union präsentiert selber besser in dieser Region. Zum Beispiel organisiert etwas für die Leute, die formulieren Meinung in dieser Region. Zum Beispiel für Studenten oder die andere Kategorie Leute, die können Lehrer ein Wissen über die Europa multiplizieren. Gut, ich wollte noch einen ganz wichtigen Punkt anführen. Und zwar, das ist, um die Lösung, um die Probleme heute der Ukraine zu lösen, und zwar eben die Probleme, die mit Reformen zusammenhängen, geht es nicht nur um die Deoligarchisierung des Landes. Es geht einfach um neue Reformvorhaben anzugreifen, um Reformen in allen Bereichen durchzusetzen. Und dazu ist es enorm wichtig, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine gestützt wird. Und das kann nicht nur aus der Ukraine heraus geschehen. Wir brauchen übrigens nicht materielle Hilfe. Wir brauchen in der Ukraine für die Zivilgesellschaft vor allen Dingen Know-how, Hilfe im Aufbau von Verbänden, die in die politische Diskussion eingreifen können. Denn wir haben nicht das Problem mit Oligarchen in der Ukraine nur. Wir haben das Problem mit politischen Eliten, die seit 23 Jahren an der Macht sind und die ohne eine starke Zivilgesellschaft an der Macht bleiben werden und nur repräsentieren werden einen reichen Teil und teilweise einen superreichen Teil der Bevölkerung. Es ist ganz, ganz notwendig, die Zivilgesellschaft in der Ukraine zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Botschafter, ich hätte zum Schluss noch eine Frage, die mir auch persönlich immer wieder auf der Seele liegt.
weil das propagandistisch sehr stark genutzt wird von den Gegnern der Ukraine, von den Putin-Apologeten. Das ist zum einen die Rolle des rechten Sektors in der Ukraine. Wir haben das jetzt gerade wieder gesehen bei dieser Lesben-Schwulen-Umzug. Der rechte Sektor, wenn das denn war, so wurde es jedenfalls berichtet, militant dagegen vorgegangen ist, was natürlich irgendwie ein bisschen irre ist, weil eigentlich Putin dem rechten Sektor ja eigentlich dankbar sein müsste dafür. Ihre Rolle in den freiwilligen Bataillonen. Wie ist realistisch eigentlich der Einfluss dieser Kräfte in der ukrainischen Gesellschaft? Und sagen Sie jetzt nicht, die haben keine Stimmen bei den Wahlen bekommen, das ist bekannt. Aber außerdem, jenseits dessen, wie stark sind die eigentlich auch eine Gefahr für den Reformprozess? Und das zweite große Ding, das hier durch die Landschaft sehr stark geistert und benutzt wird, um die Ukraine als Staat darzustellen, der genauso autoritär reagiert wieder wie Russland selbst, ist dieses umstrittene Gesetz über die Unterstrafestellung kommunistischer und nationalsozialistischer Propaganda, aber auch, dass dieses Gesetz eine gewisse Einschränkung der Kritik, sage ich mal, beinhaltet, an nationalistischen Bewegungen, historischen nationalistischen Bewegungen. Also gibt es eine Gefahr, dass auch in der Ukraine wieder zu autoritären Mustern gegriffen wird und speziell Geschichtspolitik staatlich zu verordnen? Ja, ganz wichtige Fragen, was den rechten Sektor betrifft, das ist so ein Gespenst, das immer wieder gezeichnet, gemalt wird. Es ist nämlich so, der rechte Sektor und auch viele andere Verbände, die sind entstanden, wie ich schon sagte, aus einer objektiven Notwendigkeit, das Land gegen diesen Krieg, gegen die Aggression zu verteidigen. Das war das Faktum und man muss auch das so sehen. Politischer Einfluss ist nur in dem Sinne spürbar und sichtbar, dass viele Führer und viele Mitglieder dieser Verbände dann auch in den Wahlen im Herbst in das Parlament gewählt wurden, also nicht viele, aber einzelne. Und es war so, dass jede politische Partei dann auch gewünscht hat, dass die Mitglieder dieser Verbände, die wirklich selbstopfernd da gekämpft haben, in das Parlament kommen. Und das Gute daran ist, dass jetzt auch Diskussionen im Parlament, in denen man über die Verteidigung spricht, ganz konkret sind. Das sind keine abstrakte Formulierungen, sondern da sind auch Menschen dabei, die bereit sind, auch politischen Diskurs mitzugestalten. Und deswegen, ich sehe da überhaupt keine Gefahr, die sind weitaus übertrieben. Und zur zweiten Frage kann ich nur soweit sagen, auch da haben wir viel Kritik gehört, vor allem aus den Reihen der Historiker, dass das eventuell nicht politisch klug genug war. Mag sein, es ist nämlich so, Sie haben heute auch gehört, einige geschichtliche Hintergründe, ja, die nicht gerade einfach sind. Und man muss auch diese politische Entscheidung aus dieser Perspektive betrachten. Man hat auch vor knapp 10 Jahren Stimmen gehört, auch hier in Deutschland, es wäre zu gefährlich, über den sogenannten, also Holodomor, also Hungersnot in den Jahren 32, 33 zu sprechen, denn es wäre also der Sprengstoff für die Beziehungen zu Russland und insgesamt. Was hören wir jetzt? Also damals hat man diese Kritik auch gehört, heute ist es ganz normale Diskussion über diese schwierigen Fragen und genauso auch in Bezug auf diesen Verbot der Symbole. Es hat tatsächlich auch eine symbolische Kraft, das muss man auch so sehen. Für viele Menschen
hat diese Entscheidung des Parlaments, die auch mehrheitlich getroffen wurde, auch eine symbolische Kraft und auch eine gewisse Befreiungs. Das war ein Befreiungsschlag von dieser Last, von diesem schrecklichen Erbe, von dem die ganze Gesellschaft immer noch leidet. Natürlich müssen diese Fragen weiterhin geschichtlich von den Historikern fachlich aufgearbeitet werden. Aber das war ein Signal an die Gesellschaft, auch an die Außenwelt. Wir wollen damit nicht mehr zu tun haben. So einfach ist das. Just short interference, as I understand that those issues are very high speculated, not only in Germany, but in other places. And that's why it's very easy. The ambassador was very good in explaining what the role of this law on decommunization law. And there is no criminalization at all, because as a lawyer, I can tell you that nulle crimes and legacy in Crimea. Yeah? So there are no crime without the law. And there is no such crime as whatever, denial and so on. So this is just an honor, and this was just a very symbolic action and symbolic act. And the Ukrainian society just accepted it, and it was done like this. With regard to the impact of right forces in Ukraine, it's very easy. The all right forces all together during the presidential election of Ukraine collected less than 1% of votes. This is the real support of any right forces in Ukraine. This is just to stop the speculation. And regarding the volunteer battalions, for almost half a year, at least 3 months, they are all became part of the National Guard, so that they are part of the military forces of Ukraine. And that's why they are fully subordinated, they took their oath, and they are part of the system, of state system. Thank you. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Leider haben wir sehr dickes, komprimiertes Programm heute bewältigen müssen. Und ich gebe deswegen jetzt zum Schlusswort ab. Ein Wort noch, Herr Botschafter, bitte. Weniger als 30 Sekunden. Ich möchte nur auf den freundlichen Vorschlag von Herrn Wellmann zurückgreifen und zusagen, dass die Ukraine bereit sind, dabei mit Deutschland mitzuarbeiten, indem die Streitkräfte auch geschult werden. Wir sind bereit, auch morgen diesen Prozess zu starten. Also das ist eine gute Neuigkeit für heute. Danke. Wir haben Geschichte geschrieben heute, und Sie alle können sagen, und wir sind dabei gewesen. Meine Damen und Herren, ich würde liebend gerne noch Ihre Fragen entgegennehmen, aber ich glaube, dieses Fass können wir nicht mehr aufmachen, aber weil wir zu viel Zeit, also zu viel Stoff in zu wenig Zeit oder in extrem komprimierter Zeit. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zum Schlusswort ab. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenzen, als Mitglied der CSU-Landesgruppe, also quasi der starken ethnischen Minderheit innerhalb der Union, habe ich jetzt die Ehre, noch eine kurze Zusammenfassung und ein Schlusswort zu halten. Und Sie werden der Einladung entnehmen, dass die Veranstaltung bis 18 Uhr ist. Also werde ich versuchen, die Zeit auch entsprechend einzuhalten. Aber jetzt ganz im Ernst, vielen Dank wirklich an die Fraktionsführung, insbesondere an Volker Kauder, an Arnold Fahrz, an die Organisatoren dieses, finde ich, bemerkenswerten Kongresses, der auch bemerkenswert besucht wurde, und danke an die Teilnehmer, an die Referenten und Diskussionspartner und vor allem natürlich auch an Sie, Herr Dr. Herzinger, für die exzellente Moderation. Von Professor Snyder haben wir in einem faszinierenden Einführungsvortrag Bedrückendes über die Geschichte der Ukraine als Kriegsschauplatz bis ins 20. Jahrhundert erfahren. Und dabei hat er uns klargemacht, dass die oft genannte Parole, die Ukraine sei immer russisch gewesen, falsch ist. Die Ukraine
war in der Geschichte immer ein begehrtes Gebiet, nicht stark genug, sich gegen seine Nachbarn zu behaupten und letztlich selbst eine Staatenbildung fertigzustellen. Und gerade auch unsere deutsche Geschichte, die mit unfassbar vielen verschuldeten Toten verknüpft ist, bedeutet für uns eben eine ganz besondere Verantwortung für die Ukraine. Professor Schlögl hat uns die ukrainische Nation näher gebracht. Er hat Putins Narrativ, die Russen in der Ukraine seien unterdrückt und von Faschisten bedroht gewesen, widerlegt. Die sanfte Ukrainisierung, beziehungsweise zum Beispiel bei der Gleichsetzung von zwei Sprachen gleichberechtigt als Beispiel für Unterdrückung auszulegen und letztlich auch als neben anderen als Rechtfertigung für eine Intervention zu nutzen, ist zynisch und angesichts der Geschichte und vor allem von inzwischen mehreren tausend Toten in diesem Konflikt unerträglich. Professor Kappler schließlich hat in seinem Vortrag über Großrussen und Kleinrussen wichtige Hintergründe des aktuellen Konflikts beleuchtet. Die Entwicklung eines ethnischen Nationalismus in Putins Russland und damit verbunden die Instrumentalisierung ethnischer Gruppen in der Ukraine zur Durchsetzung eigener russischer oder Kreml, der Interessen des Kremls und vor allem den Bruch des Völkerrechts. Meine Damen und Herren, wir müssen die Realität vor Ort im Auge behalten. Konkret leiden Menschen in diesem Krieg, flüchten vor Bomben und Zerstörung, leben unter der Erde, Kinder wachsen in Kellern auf, gerade Schwache und Alte geraten zwischen die Fronten, junge Männer und Zivilisten verlieren ihr Leben. In den Separatistengebieten ist die Lage dramatisch, vermutlich 2 Millionen Menschen leben dort noch, wir haben dort massive Versorgungsprobleme. Der Präsident der Caritas in der Ukraine hat uns das sehr berührend dargestellt. Deshalb ist die Aufrechterhaltung des Waffenstillstands so wichtig, obwohl dieser in den letzten Tagen immer häufiger gebrochen wird. Und nur so, denn nur so kann eine Verbesserung des Zugangs für humanitäre Hilfe möglich sein. Aber der Hilfsbedarf übersteigt die Kapazitäten vor Ort und vermutlich die zur Verfügung gestellten Hilfsmittel. Machen wir uns nichts vor, es ist massive Unterstützung notwendig, sonst scheitert die Ukraine. In den Separatistengebieten ist die Lage schrecklich, aber auch im Rest des Landes ist die wirtschaftliche Situation ausgesprochen schlecht. Die Wirtschaft schrumpft, Arbeitslosigkeit und Schattenwirtschaft machen sich breit, die Inflation ist sehr hoch. Vermutlich hofft Russland auf diesen ökonomischen Niedergang, auf eine Implosion der Ukraine, um möglicherweise das Versagen des Westens anzuprangern, um den Menschen vor Augen zu führen, dass es eben mit dem Westen doch keinen Erfolg geben kann. Und das wäre ein dramatisches Scheitern des Westens. Die Menschen in der Ukraine beginnen nämlich die Hoffnung zu verlieren. Daher müssen wir mit aller Kraft wirtschaftliche Hilfe leisten und die Ukraine unterstützen bei ihren begonnenen Reformen. Aber Geld, Wirtschaft, Militär ist nicht allein das Entscheidende. Die wahre Kraft und die Stärke des Westens bzw. der Demokratie liegt in seinen Ideen. Allen voran die Idee der Freiheit. In seiner Kraft, Menschen zu motivieren, selbst ihre Staaten umzukrempeln, funktionierende Rechtsstaaten und marktwirtschaftliche Demokratien aufzubauen und sie dabei zu unterstützen. Die Ukraine ist daran interessiert. Viele Menschen wollen diesen echten Neuanfang. Putin hat Angst vor einem demokratischen und wirtschaftlichen Erfolg einer demokratischen Ukraine. Denn das würde zeigen, dass unser Modell in einem Land möglich ist, das Russland in vielem ähnelt. Wir müssen investieren und Know-how exportieren. Die EU-Assoziierung der Ukraine ist eine gute Möglichkeit, in vielen Bereichen zu helfen, diese Reformen, die dringend nötig sind, auch umzusetzen und einen modernen Staat aufzubauen. Das geht aber nur langfristig und wenn alle auch in der Ukraine an einem Strang ziehen. Dieses Vorgehen, unsere Hilfe und unsere Hilfsbereitschaft ist nicht gegen Russland gerichtet. Wir glauben nicht an die Theorie des Nullsummenspiels, dass die Ukraine entweder hier oder dort verortet, dass nur Sieger oder Verlierer kennt. Wir wollen Russland einbinden.
Wir wollen kein isoliertes Russland, das sich in eurasische Fantasien flüchtet und sich aufgrund seiner gefühlten Ablehnung dauerhaft von Europa abwendet und uns zunehmend bedroht. Aber wir müssen auf den Druck, auf den russischen Druck, die militärischen, die politischen Muskelspiele klug und besonnen reagieren, einig zusammenbleiben und uns nicht provozieren lassen. EU und NATO müssen weiterhin die richtige Mischung für diesen Wettstreit finden und den langen Atem behalten. Dabei werden Elemente sein, eigene militärische Stärke bei klarer Betonung, dass der Einsatz ausschließlich für Verteidigung der Bündnisse vorgesehen ist, deutliche Sanktionen gegebenenfalls auch zu verschärfen, wenn keine russische Kooperation erkennbar ist, Unterstützung der Zivilgesellschaft in Russland und die Förderung des Austauschs auf vielen Ebenen. Wir brauchen Russland für die Lösung weltweiter Krisen und Probleme, wollen aber keine Kooperation um jeden Preis. Unsere Hand ist ausgestreckt, Russland muss aber bestimmte Voraussetzungen akzeptieren. Rücknahme der Sanktionen sind nur möglich, wenn Russland die Minsker Vereinbarungen klar unterstützt und engagiert an ihrer Umsetzung mitarbeitet. Russland muss zu den Grundsätzen der Charta von Paris, zur Akzeptanz des Völkerrechts und zum Gewaltverzicht zurückkehren. Meine Damen und Herren, nur wenn wir an uns glauben, an die Kraft der Freiheit und die Universalität unserer Werte und zu diesen auch stehen, auch wenn es uns etwas kostet, werden wir den Menschen in der Ukraine und letztlich auch in Russland wirklich helfen können. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Dank an die vorzüglichen Teilnehmer dieses Kongresses. Ich wünsche der Ukraine und uns allen für den Einsatz, für die Freiheit und für den Frieden Kraft, Glück und Gottes Segen. Herzlichen Dank.